Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Und wie ihr es an unserem wunderbaren Gast sehen könnt, Leute, die Kampagne geht endlich weiter. Also, wir haben richtig Bock. Der gute Nino ist da. Ja, hallo. Du freust dich auch, ne? Mega, mega. Wie lange ist es her jetzt? Vierteljahr mindestens. Vierteljahr? Das war kalt draußen noch, ne? Ja. Ja. Also der Ansturm auf Konor im Prinzip ja nicht, aber die Kampagne rund um den Planeten Konor geht heute in die zweite Runde. Das zweite von insgesamt drei Hauptspielen. Also ich meine, wir werden da die Nebenkampagne, die ist auch schon in Startlöchern, da mal gucken. Also wir haben ja gesagt, wir werden immer so spielen, dass es wie es halt passt und entsprechend ist dieser langen Pause ja auch wirklich, sind wir ja auch nachgekommen. Ja, es geht heute leider erst weiter, aber heute geht's weiter und wir haben richtig Bock. Ja, für alle, die das letzte Spiel noch nicht gesehen haben, die müssen sich das natürlich angucken. Also und ja, für alle, die es schon gesehen haben, beziehungsweise die das letzte Spiel vielleicht auch nicht gucken wollten oder wollen, können wir jetzt einfach nochmal ganz kurz so über das letzte Spiel sprechen. Das heißt, wenn ihr das letzte Spiel oder das erste Spiel noch gucken wollt, dann schaltet jetzt ab, guckt euch das an. Ansonsten hört euch die Zusammenfassung einfach mal ganz kurz an. Yep. Wie ging's los? Naja, also die Emperor's Children, speziell die Phoenix Talons, was quasi meine Kampfeinheit darstellt, der Emperor's Children, die ist auf Konor gelandet und hatte halt als Ziel, die Gensaat zu klauen, der Primaris, und musste da in eine imperiale Festung eindringen, genau, oder Festung, einen Armeestützpunkt halt. Das ist, Spoiler-Alarm, auch gelungen. Im letzten Zug haben wir es dann geschafft, Anführer in die Flucht zu schlagen und uns die Gensaat gesichert. Hm. Und es ist keiner der Anführer quasi zu Schaden gekommen und alle haben überlebt. Hm. Das muss man leider sagen, dass es nicht gelungen, irgendwelche Funksprüche zu unterbinden oder das Fliehen zu unterbinden. Zur Charakterentwicklung kann man sagen, es hat jetzt... Also erstmal zu den Charakteren. Wir hatten drei Charaktere. Ich hatte drei, du hattest auch drei. Ich hatte zwei. Aber ne? Ja. Also ich hatte... Warum ich gesagt habe, wir hatten drei Charaktere, weiß ich nicht. Ich kann nicht gut sehen, offensichtlich. Ja, aber eigentlich hattest du ja auch drei. Nein. Nee, du hast zwei. Zwei, genau. Die sind auch heute wieder dabei. Ach so, okay. Also, ich fange einfach mal kurz an. Ja. Bei mir war es die 86. Kardianische Kardianische Kompanie, angeführt von Catherine Creed, einer, ich sag mal, Company Commander im Prinzip, weiblich. Und dann hatte ich Tank Commander Gustav Beryl. Meine 86. Kardianische Kompanie wurde damals von Tim gespielt. Grüße raus an Tim. Der ist leider im Urlaub, deswegen kann er nicht mitspielen. Pech gehabt. Ja. Spiel mal dann rein. Ja, ich spiele jetzt halt die Imps. Ja, und dann hatte ich einen Forge World Manipel, Mars, Admech, weil Konor ist ein Mechanikum-Planet und entsprechend dürfen die natürlich nicht fehlen. Die haben, wie Nino das schon gesagt hat, natürlich leider. Ja, eine heftige, die wurden sehr überrascht. Sind dann überrascht worden. Genau, die wurden überrascht und haben entsprechend natürlich es schwer gehabt, da die Oberhand zu gewinnen, haben es auch nicht geschafft, in diese imperiale Festung einzudringen, beziehungsweise der zur Hilfe zu kommen und einfach diesem Ansturm da irgendwie nochmal so ein bisschen entgegenzutreten, das ist nicht gelungen. Angeführt wurde das von Magos Dominus in Servatoris Secretum, also dem Hüter der Geheimnisse. Und das waren meine drei Charaktere. Genau, die Phoenix Talons wurden angeführt von Klaue Marduk, einem Chaos Lord in Terminator Rüstung, der auch im Kampf erfolgreich einen Dragoon zerstört hat, was ihm quasi im Rahmen der Charakterentwicklung dazu geführt hat, dass seine Nahkampfwaffe zu einem Relikt wurde. Diese wie heißen die? Lightning Claws wurden jetzt Pain und Bliss getauft. Ja, sehr geil, ja. Und machen jetzt doppelten Schaden. Zwei. Flat 2. Zack.
Und dann gab es noch Issa Delors, der auch nicht wenig dazu beigetragen hat zum Erfolg. Der hat sehr, sehr gut gezaubert. Er ist nämlich Sorcerer und er ist auch diesmal dabei und hat ein bisschen was im Ärmel. Hat schon was vor. Mal schauen, was das wird. Hm. Ja, das ist hart. Bei mir war Gustav, also beide Charaktere, also was heißt beide, Catherine und Dominus haben überlebt. Allerdings hat Gustav, der Tank-Commander, sich in einen Tank suchen müssen. Genau. Im Prinzip, also der wurde abgeschossen. Leider hat er es nicht überlebt. Also beziehungsweise aufgrund der Charakterentwicklung kam dann raus, er hat es überlebt. Genau. Aber auch ohne Schaden, aber er konnte in dem Spiel nicht viel mitmischen. Ne? Genau. Ja. Aber er wird versuchen, sich zu rächen, nehme ich an. Davon kannst du ausgehen. Ja. Apropos Tank, ja, da muss ich mal gucken. Ja. Ja. Alles weitere gleich. ja, auf jeden Fall kam raus, dass er wieder da war und ja, entsprechend sind dann die beiden Überlebenden, weil wir mussten mit dem Imperium, also die Admec-Truppen bzw. Dominus und Catherine mussten diese imperiale Festung, ich habe es mit den Admec oder wir haben es mit den Admec auch geschafft, dann reinzukommen. Also ich bin quasi Tim, der die Imps gespielt hat in der imperialen Festung. Ich bin dann mit den Admec versucht oder ich habe mit den Admec versucht, dann da reinzukommen, bin eigentlich auch reingekommen, habe auch spät eine Runde so ein bisschen was wieder was weggemacht, genau. Aber es hat nicht gereicht. Entsprechend, du hast dann, da kam eine Flut dann an und ich eine Flut von Verräter. Ja, das auch. Und, ich konnte dem einfach nichts entgegensetzen und wir mussten dann, man sagt nicht Rückzug, aber wir mussten dann auf jeden Fall ausweichen mit diesen beiden Charakteren. Und ja, haben dann noch so ein kleines Geschenk hinterlassen. Die Gensaat konnte leider nicht gesichert werden. Das heißt, wir hatten keine Chance, diese Gensaat, eine große Kiste, da mitzunehmen. Aber sie ist noch nicht vom Planeten. Sie ist noch nicht vom Planeten. Und das ist jetzt die richtige Überleitung für das nächste Spiel. Ne? Ja, dann würde ich sagen, erzählst du mal, wie... Genau. Wenn es so weitergeht. Ihr schaut euch ein bisschen die Bilder des Planeten an, der aktuellen Aufstellung und wo wir jetzt spielen. Und es geht auch passend zu dieser Flucht aus diesem, ich sag mal, mechanischen Sektor so ein bisschen in Ruinen über. Das werdet ihr gleich in den Videos sehen. Und während ihr euch das anguckt, könnt ihr euch ein bisschen zurücklehnen, euch berieseln lassen. Und ich erzähle jetzt mal alles zur kommenden Kampagne. Viel Spaß! Das Zentrum Konors war von Rauch und Flammen bedeckt. Der Überfall der Empress Children war derart gewaltig, dass alles im Chaos versank. Die Schnelligkeit, mit der Klaue Marduk und Issa Delors ihre Truppen in Richtung der imperialen Befestigungsanlage schickte und diese einnahm, war beeindruckend. Catherine und Dominus blieb nichts anderes übrig, als einen geheimen Ausgang aus der Befestigungsanlage zu nutzen. Sie wussten, dass sie nur eine Chance hatten, die bevorstehende Katastrophe doch noch abzuwenden, welche durch das Erlangen der Geninformation eintreten würde. Sie müssen unbedingt eine Vox-Station erreichen, um alle auf dem Planeten zurückgebliebenen Truppen zu koordinieren. Denn eins ist klar, auch die Empress Children werden ihren Brückenkopf befestigen müssen. Während sich Catherine und Dominus in Richtung Vox-Station Alpha am Rande des Stadtzentrums schlichen, betraten Klaue Marduk und Issa Delors, die Befehlshaber der Empress Children, die Kommandozentrale der imperialen Befestigung. Er signalisierte seinem Bergungstrupp, umgehend die Geninformationen zu sichern und diese für den Abtransport bereitzumachen. Indes inspizierte er die Operationszentrale, welche auch als Relaisstation umliegender Außenposten diente. Es gingen zahlreiche Vox-Nachrichten umliegender Stationen ein, deren Weiterleitung oder Beantwortung allerdings ausblieb. Die Empress Children versuchten so, die Kommunikation weitestgehend einzuschränken, um den imperialen Truppen die Koordination ihrer Truppen zu erschweren. Ein Offizier des Bergungstrupps betrat hastig die Operationszentrale mit einer dringenden Nachricht für Marduk. Er instruierte ihn über den Fortschritt des Abtransportes mit einer äußerst beunruhigenden Nachricht. Catherine und Dominus haben den Container mit einer speziellen Sicherheitsvorrichtung versehen, der es dem Bergungstrupp der Empress Children unmöglich machte, die Fracht innerhalb der vorgegebenen Zeit zu bergen.
Die imperiale Technik ist zwar noch aus lange zurückliegender Vorzeit bekannt, jedoch längst nicht mehr Teil einer technischen Routine. Diese benötigte Zeit könnte die Emperor's Children in massive Schwierigkeiten bringen, da die Verzögerung der eigenen Pläne nichts mit der Vorhergehensweise einer Kommandokompanie der Emperor's Children zu tun hat. Marduk wusste, was dies bedeutet. Er musste seinen Plan ändern und zusätzliche Truppen anlanden lassen. Das Imperium wird mit absoluter Sicherheit versuchen, den Abtransport zu verhindern. Catherine und Dominus erreichten nun endlich die Vox-Station Alpha und betraten sofort die Kommandozentrale. Catherine öffnete einen geheimen Kanal, auf dem kurze Zeit später ein RD-Code anfragte, der unfassbare Erleichterung in ihr auslöste. Selbst Magos Dominus war anzumerken, dass nun wieder ein Lichtblick in Sicht ist. Vox-Station Alpha, hier Gustav. Neuer Sammelpunkt bei Sierra Papa 1. Wiederhole, neuer Sammelpunkt bei Sierra Papa 1. Eintreffen der eigenen Kräfte in 30 Mike. Gustav hat überlebt. Offensichtlich konnte er sich absetzen und während der Schlacht Verbindung mit einer anderen imperialen Truppe aufnehmen, die nun dringend benötigt werden. Magos Dominus und Catherine leiteten die Nachricht an die letzten beiden imperialen Truppenlager weiter, die dieser Planet sowie das gesamte Imperium vor einer Katastrophe schützen könnten, in voller Hoffnung, dass diesen Truppen überhaupt noch übrig waren. Anschließend setzen sie sich schleunigst in Bewegung, um den 1,5 Kilometer entfernten Sammelpunkt zu erreichen. Nun waren sie in der Lage, einen koordinierten Gegenangriff zu starten und die Kommandotruppen des Chaos am Abtransport der Gensaat zu hindern. So, liebe Leute, nun wisst ihr, was auf Konor passiert ist. Also kurz gesagt, nochmal zur Erklärung, die beiden haben sich abgesetzt, konnten eine Vox-Station erreichen und haben alles mobilisiert, was irgendwie ging. Und jetzt wird versucht, durch diesen Sicherheitsmechanismus, der da eingebaut worden ist in dieser kleinen Kiste, diese Zeit zu nutzen und die Empress Children zu jagen. Denn eins ist sicher, sie werden es nicht leicht haben. Wir werden alles daran setzen, mit den imperialen Truppen, die verbleibenden Truppen der Empress Children jetzt zu zerschlagen und sie daran zu hindern, diesen Planeten zu verlassen. Mal gucken, und wir geben uns Mühe, schnell zu laufen und möglichst viel zurückzuschlagen. Richtig. Gucken wir mal, wir haben hier noch ein, zwei Ass im Ärmel, Chaos macht man ja nicht immer genau, geradeaus. Wie der kleine Fluff-Ausflug eben schon zeigte, wirst du ja auch noch ein bisschen was landen lassen oder auftauchen lassen. Also, gucken wir mal, was da noch kommt. Also ja. Jetzt geht's los. Mission für das heutige Spiel. Wie heißt sie? Thunder Run? Es ist orientiert an dem Thunder Run aus dem Chapter Proof 2018. Wer das schon mal gelesen hat, im Grunde geht es halt darum, dass man ein oder im Thunder Run bis zu drei Figuren, eine davon soll man vom Spielfeld kriegen. Das ist das Ziel, dass Mardu Kralle oder ein anderer Charakter mit der Gensaat vom Spielfeld sich bewegen kann. Und das müssen wir gucken, wie das klappt. Wir zeigen euch das einfach mal, genau, würde ich sagen. Und dann erklärst du noch mal ein bisschen weiter. Ja. Und dann geht's los. Die Jagd beginnt. Willkommen auf Planet Konor. Und ja, Nino, erzähl doch einfach mal ganz kurz was zur Aufstellungszone. Ja, wie man sieht, die Aufstellungszone der Phoenix Talents ist quasi die Straße. Ja, das ist der kürzeste Weg zum Licht. Genau, also Ziel ist es, dass Marduk oder die Gensaat, die in diesem Kistchen ist, es irgendwie mit einem Charaktermodell von der Tischkante schafft. Aber man sieht, es ist jetzt nicht mehr so viel übrig geblieben. Ne? Es sind ja quasi die Jungs, die hier geflohen sind oder die Gensaat geklaut haben. Da ist nicht mehr viel über. So ein paar Sachen gehen im Fahrzeug und entgegengestellt ist das. Ja, so. Man sieht, da ist ganz schön was im Argen. Zum Glück haben wir uns eine gut bebaute Gegend ausgesucht, das nicht ganz so viel Sichtlinie ist. Denn da ist jede Menge Bums. Und die Jungs müssen verhindern, dass wir vom Feld marschieren. Genau. Also, wie ihr seht,
Hier ist eine Menge Sichtblocker auch eingebaut jetzt und vor allem auch eine Menge, was mich daran hindert, mit den imperialen Truppen jetzt auf direktem Weg irgendwie hier rüber zu marschieren. Also klar, wir haben die Möglichkeit, über die Hellhounds oder die Scout Sentinels hier jetzt relativ schnell nach vorne zu kommen und auch viel wegzuschnetzeln, aber ja, Hauptziel sollte es eigentlich sein, gerade hier irgendwelche Roadblocks einzurichten und von hier dann konzentriertes Feuer auf die Empress Children zu geben, beziehungsweise dann alles da ransetzen, dass die Jungs dann hier flüchten können. Aber schauen wir mal. Ja, entsprechend habe ich nur so eine, also Thunder Run ist ja eigentlich so aufgebaut, dass man hier 6 Zoll hat und hier 6 Zoll. Er würde von hier hinten starten und dann hier hoch müssen. Und das haben wir jetzt einfach auch wieder hier in diesem Spiel mehr abgewandelt. Weil es ist eigentlich, also wir fanden es jetzt ein bisschen doof, wenn er von beiden Seiten jetzt eingekesselt wird. Das macht auch so irgendwie keinen Sinn, wenn man die Truppen jetzt irgendwie konzentriert. Und klar, könnte man die Jungs jetzt in die Zange nehmen, aber wie gesagt, hier ist dieser Sammelpunkt und von hier aus geht's los. Ja, Nino, noch irgendwelche abschließenden Worte, bevor wir jetzt die Jagd beginnen? Wir hoffen, es wird ein schönes, ausgeglichenes Spiel. Genau. Das wird auch was, das ist... Das hoffen wir wirklich, ja. Wer fängt heute an? Du. Ich fange heute an. Du hast quasi die Initiative und wirst deine erste Phase dann gleich bekommen und ja, hoffentlich nicht zu viel wegnehmen, bevor es losgeht. Ja, schauen wir mal. Also wir werden schauen, dass wir das alles so ein bisschen fluffig auch gestalten hier. Das heißt also, große Taktiker haben jetzt bitte leise zu sein. Oder müssen es ertragen. Wie wir taktisch Fehler umgehen, damit es ein bisschen besser läuft. Genau. Also wie gesagt, Leute, es ist eine Kampagne. Wir wollen Spaß haben. Und ja, lehnt euch zurück. Genießt die Jagd auf die Empress Children. Beziehungsweise fiebert mit den Empress Children mit, dass sie den Planeten hier verlassen können. Und ja, viel Spaß. Mini-Paradise-Socken. Leute, okay, jetzt geht der Fluff wieder los. Bewegungsphase ist vorbei. Catherine hat angeordnet, dass diese Scout-Sentinels natürlich ganz normal ihre Scout-Bewegungen durchführen. Mit 9 Zoll sind sie im Vorfeld schon mal nach vorne geprescht in Richtung dieser kleinen Gasse, um sich den anstürmenden Truppen, die von da kommen, jetzt irgendwie entgegenzuwerfen und das Ganze in Flammen zu hüllen. Er hier hat von Gustav den Befehl bekommen, hier rüber zu fahren und zwar volle Bewegungsreichweite, also 12 Zoll. Dominus hat seinen Rangern angeordnet, dass die hier advancen und das haben sie auch mit 1 Zoll getan. Die Dragoons hat er entsprechend nach hier vorne geschickt, um durch diese Gasse da irgendwie vielleicht noch irgendwas abzuhalten beziehungsweise sich dem entgegenzustellen, was da gleich noch kommt. Sämtliche kardianischen Fußtruppen sind von Catherine begleitet auch hier nach vorne gegangen, beziehungsweise die Mörser stehen geblieben und die anderen haben sich hier so ein bisschen ja, im Ringelpiez da drum bewegt. Ansonsten ist das Heavy Weapon Team wie befohlen hier in den Stellungen geblieben und eröffnet gleich das Feuer, genauso wie unser Manticore. Und ja, der zweite Tank Commander hat sich jetzt hier auch auf den Weg begeben, diese kleine imperiale Festung hier zu verlassen. Und gerade so, dass er noch auf den Land Raider das Feuer eröffnen kann. Der zweite normale Lehman Russ ist hier hinter. Die Destroyer sind angeführt von einem Tech Priest hier auch rausgefahren und die Vanguards sind ebenfalls ganz normal nach vorne gelaufen, um vielleicht auch noch ein bisschen was in Reichweite zu bekommen. Ja, kommen wir nun in die Schussphase. Catherine gibt in der Schussphase nochmal 2 Befehle und zwar kriegt einmal die Einheit und die Einheit, weil sie ist hochrangiger Offizier, beziehungsweise ja, darf im Prinzip 2 Einheiten Befehle geben. Das heißt, diese Einheit und diese Einheit wird anstatt zu schießen sich noch ein zweites Mal bewegen. Die haben sich nochmal bewegt und jetzt fängt der Hellhound an zu schießen. Und zwar reicht das mit seinen 16 Zoll, der wird jetzt in die Kultisten schießen, 2W6 Schuss. Oh, das sind 9.
Stärke 6, Widerstand 3 auf die 2. Der war raus. Und dann haben wir 2, 4, 6, 8 mal mit minus 1 bitte. Es waren natürlich nur 7, die eine 1 habe ich wegen meiner Hand übersehen. Und ja, dann sind hier sterben da 7 Stück. Ich sammle die gleich raus. Vanguards schießen alles auf den Land Raider. Spatzen schießen auf Kanonen, also diesmal andersrum. 4 Stück auf die 3. Einsen dürfen wir wiederholen, weil wir die 5 und die 6 beim Auswürfeln der Psalme gewürfelt haben. Das heißt, wir haben hier 4 Einsen. Treffen 2 nicht. Und mit Stärke 3 auf Widerstand 8 auf die 6en. Und die 6en würden gleichzeitig 2 Schaden machen. Ja, dann haben wir 3 mal auf den 2er Rüster wahrscheinlich. Jawohl. Sie hören nicht alles? Eine 1 haben wir geschafft. Okay. Ja, das ist dann so. Dann haben wir einmal 2 Schaden bitte. 14. Gute Vanguards. Plasma geht jetzt 2d6 Schuss in den Land Raider überladen rein. Hast du nicht gemacht. Hier würde ich einen Command Reroll einsetzen. Wow. Ja, siehst du, dann haben wir 5 Schuss. Der erste hier vorne trifft mit einer 4. Der zweite da hinten trifft mit einer 4. Der dritte und letzte vorne trifft 2 mal. Ja, immerhin, Leute. Das war ja schon eine Schmach, ne? Stärke 8. Auf die 4. Oh, das war wie. Oh, dann haben wir aber 3 mal mit minus 3. 3 mal mit minus 3, 3 mal auf die 5. Nö. Das sind dann 6 Wunden durch. 6 Schaden, genau. 8. Oh, hä. Der Tank Commander wird jetzt alles auf den Land Raider schießen. Nur zur Info, er hat sich nur ein paar Zoll bewegt, das heißt unter der halben Bewegungsreichweite. Entsprechend darf er gleich doppelt schießen, was für uns sehr, sehr wichtig ist. 2d6 Schuss, upsala. Und unter dem Befehl Bordschützen Feuer bei Sichtkontakt gehen jetzt diese 10 Schüsse auf die 4 mit Einsen wiederholen auf den Land Raider. Okay. Und dann haben wir Stärke 8 auf die 4. Und ja, dann haben wir 3 mal bitte mit minus 2 auf die 4. Jawohl! Läuft, sehr gut. Dann haben wir die Laserkanone. Trifft. Und die 1 würde ich mal. Hast du schon CP verwendet? Zum Reroll. Ach nee, das ist ja. Nee, es ging ums Orgo Array. Da darf ich einen einzelnen Trefferwurf wiederholen. Aber es ist halt ein Trefferwurf. Und dann haben wir noch das 2x Plasma. Die 3 Schuss natürlich überladen. Einer jeweils. Dann nehmen wir andere Würfel. Auf die 4. Einzeln wiederholen. Den Trefferwurf würde ich mal wiederholen hier. Jetzt habe ich das eine gedreht. Und das war die 2. Okay. Stärke 8. Auch nichts. Okay, Stormbolter haben wir noch. Nichts. Okay. Der Manticore wird jetzt alles auf den Land Raider schießen. Storm Eagle Rockets 2d6 Schuss. Auf die 4, einen wiederholen wegen Cardia. Und dann Stärke 10. 3. 2 mal bitte. Minus 2. 4. Ja, einer kommt durch. Ja, das sind nur D3. Aber nochmal 3. Das ist. Läuft. Brutal. Der normale Battle Tank schießt jetzt auf das Rhino. D6 Schuss. Das sind 3. Auf die 5. Eine 1 darf ich wiederholen wegen dem Orgel Array. Einmal pro Schlacht. Trifft 2 mal. Stärke 8. 2 mal bitte mit minus 2. Die 5. Nö. Dann haben wir hier 2, die 3 Schaden. Das sind 5.
Ja. Und dann haben wir noch die Heavy Bolter. Einmal. Und mit der 6 verbunden war auch mit minus 1. 4. Jawohl, zählt. Alle Mörser schieße ich jetzt zusammen, also das Heavy Weapon Team und die zwei hier oben. Und die gehen alle auf die Noise Marines. Oh oh. D6. Eine Menge Schuss auf die 4. Der da ist ein Geil. Zu schön. Nach Wiederholung mit Stärke 4 auf Widerstand 4. Auf die 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal mit minus 0. Naja, können wir ja. Auf 3. Zwei Stück. Na, das geht doch. Ja. Das sind dann die hier und die dürfen nochmal schießen. Das ist mir übrigens neulich aufgefallen, ich habe das immer falsch gemacht. Die schießen nicht am Ende der Phase, sondern wenn sie sterben. Dann schießen die auch gleich mal auf die Guardsmen, die sie da sehen. Das sind 6 Schuss. Auf die 3 einzeln wiederholen, weil Marduk in der Nähe ist. Das passt ja. Geht ja schon wieder gut los. Death to the Force Emperor übrigens auch beim Schießen. Ja, genau. Das wäre schön, ne? Das wäre sehr schön. Auf die 3. Genau, das sind dann 4 Stück minus nichts. Okay. Und sind aber Cover. Okay. Ja, da gehen 2 nur. Läuft. Gut. Ja, die 2, die man sehen kann, das ist ja realistisch, oder? Nee, nicht ganz. So, okay. Am Ende der Schussphase, weil leider konnte jetzt nicht alles feuern aufgrund der vielen Sichtblocker, müssen wir noch ein bisschen Moralwert machen hier für die Kultisten. Da geht mindestens einer schon. Ne? Genau, und alles, was ich würfel, jetzt noch dazu. 3 weitere, das ist okay. Okay, also 4 Stück insgesamt. Mhm. Und dann kommen wir in die Bewegungsphase der Empress Children. Die Bewegungsphase der Empress Children ist vorbei. Genau. Mardo Kralle hat sich hier etwas ein bisschen in Deckung gegeben. Er hat ja die wichtige Gensaat, hat aber seinen Truppen befohlen, jetzt ein bisschen Gegenfeuer zu geben. Als erstes sind die Havocs dann hier oben jetzt rausgekommen und werden jetzt gleich ein bisschen Bum-Bum machen. Also hoffentlich nicht selbst. Der Rhino ist nach vorne gefahren, er ist advanced, erst ein bisschen durchgedreht auf dem, musste deswegen der Advanced-Rolle wiederholt werden, aber dann war es dann die 6. Die Hellboot ist nach vorne, also der Sonic Dreadnought. Die Noise Marines haben sich ein bisschen bewegt, der mit der schweren Waffe ist stehen geblieben, so sind sie auch in Poizzi. Der Land Rider ist ein bisschen nach vorne gerutscht, hat seinen Inhalt noch behalten. Und wie man hier sieht, ist da Delore, bereitet da irgendwie so ein bisschen was vor. Die Kultisten scharen sich um ihn, er hat da sein Ritual vor. Und ja, wir beschwören jetzt mal ein paar Dämonen. Wir machen das nicht so, wie die normalen GW-Regeln sind. Das wäre quasi in dem Ausmaße, was wir vorhaben, nicht möglich. Hier ist es so, dass ich ursprünglich ja 18 Kultisten hatte und jetzt sind noch mindestens 6 über. Das war quasi das, was wir uns vorher gesetzt hatten. Und jetzt würfel ich 3 W6 und 6 ist ja die Zahl von Slanish. Also alles, was unter 6 ist, werden Kultisten jetzt sterben. Wenn ich, also maximal können jetzt halt nur 7 sterben. Und die sind quasi das Opfer für die Dämonen, die dann eventuell hoffentlich auftauchen. Sollte ich 3 Einsen würfeln, darf ich rerollen. Und, aber bei mindestens 2 Einsen stirbt halt auch noch ein Noise Marine. So, dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Okay. Dann gucken wir, was sich auf dem Feld hier so tut. Beschwörung ist vorbei, liebe Freunde. Und ein Riss in der Realität und ist ganz schön was aufgeploppt. Zum Preis von 5 Kultisten haben wir jetzt hier 30 Dämonetten, 3 Fiends und einen Dämonenprinz und einen Herald auf Slanesh gekriegt. Und Eddie. Und Eddie, genau. Adgital heißt dieser Dämon, nennt Prinz. Ja. Und mal gucken, was jetzt hier so passiert in der nächsten Phase. Also erstmal ist dann Psi-Phase und dann schauen wir weiter. Psi-Phase, er fängt an. Genau, Eddie smitet die Dragoons. Fürs Protokoll, er kann smite und Diabolic Strength.
So, mit 5 geht es Smite gerade so durch. Jawohl. Kannst du die 9 oder so? Nee. P3 Schaden. Einer. Okay. Dann machen wir direkt weiter. Mit Marduk Klaue hier, ne? Nee, mit Ista Delor. Meine ich doch. Ja. Genau. Er wird einfach. Er macht Delightful Agonies. Und zwar auf die Havocs. Ja. Das macht einen 5er 4er Pain. Und geht auf die 6 durch. Das klappt sehr schön. Legen wir dann noch eine Karte hin. Und er macht Warp Time auf sich selbst. Das ist gar nicht mit Warp Time, also auf jeden Fall nicht mit einer 5. Okay. Und dann der Herald of Slaanesh oder die Frau Herald of Slaanesh, keine Ahnung. Die kann Cacophonic Choir. Dann nimmt man die nächste Einheit innerhalb von 18. Das erkläre ich, wenn ich es mal mache. Bei der mache ich einfach nur Smite. Und das wäre dann auf die Gardisten. Das kommt durch mit einer 10. Ja. Und W3 tödliche. 3 Stück. Auf welche war das? Die hier. Das sind die nächste Einheit, die nächste sichtbare. Okay. Jawohl. Und das war die Psi-Phase. Alles klar. Ich habe da jetzt mal ein bisschen anders weggenommen. Im Eifer des Gefechts wollte ich da hinten die, aber ich nehme hier den Flamer und 2 Gardisten weg. Weiter geht's. Genau. Schießen. Schießen. Der Land Raider schießt seine Less Cannons, den Heavy Bolter und den Storm Bolter, alles in den vorderen Hellhound. Ja. Wir fangen mit dem Heavy Bolter an. Ja. Auf die 4 nur noch? Auf die 4 nur noch. Ich glaube, außerhalb der 1er Reroll-Reichweite bin ich. Ich messe mal kurz 6 Zoll. Nein. Doch, der Demon Prince, der gibt ja auch 1er Rerolls, weil der in dem Chaos Detachment, in dem Chaos Space Marines Detachment ist. Also gut, das sind dann schon mal so. Der hat wahrscheinlich Widerstand 7 daher. Ja, genau. Auf die 5 und 6. Das ist nix. Gut. Dann der Stormbolter. Oh, 5 und 6 trifft. 5 und 6 zum Verwunden. Nö. Less Cannon. Das ist das Wichtige. 2 Treffen, einen kann ich wiederholen. Bleibt dabei. Einer verwundet. Ja, soll erstmal reichen. Mit? Minus 3? 3. Das steht? Steht! Oh, fuck. Na gut. Dann gucke ich, was ich als nächstes mache. Die Havocs. Less Cannons schießen auch auf den Hellhound von eben. Die 2 Reaper Chain Cannon schießen auf die Gardisten und der Stormbolter vom Champion schießt da auch drauf. Mhm. Wir fangen mit dem Stormbolter vom Champion an. Der trifft ordentlich. Mhm. Verwundet auf die 3. Das sind 2-mal, minus nix. Ich glaube, wir würfeln mal hier drüben. Ja. Stehen beide. Die 2 Less Cannons, das ist wichtig. Gut, dass da rüber sind. Einer bleibt, ärgerlich. Verwundet nicht mal. Da muss ich jetzt CP für verwenden. 1. So. Minus 3, kommt durch, ne? Mhm. W6. 5 Stück. Mhm. Die anderen, die Reaper-Dinger? Achso, die Reaper-Dinger, da muss ich. Das sind jetzt 2x 8 Schuss, also 16. Auf die 3, 1 wiederholen. Nur 1, jawohl. Stärke 5, auf die 3. Und alle minus 1. Ups. Und die 2 noch raus. Das sind dann 2, 4, 6, 8, 10. Auf die 6. 2, 4, 6, 8 Stück weg. Die Hellbrut schießt mit der Doom Siren in die Gardisten und dem Sonic Blaster, den Twin Blastmaster in den Hellhound. Jo. Doom Siren, W6 Hits. Oha. Entschuldige bitte. Dann kann ich 10, ja, 6. Die 3 bei Stärke 5. Ich werfe hier noch einen. Das sind 4 Stück. Minus 2. Trifft die automatisch oder was? Das ist ein Flamer. Ach so. Minus 2. 5er. 3 durch. Okay. Der
Den Blastmaster, 2W3 Schuss. Das sind 3. Das sind 3. Auf die 4, weil er sich bewegt hat. Bin ich irgendwo in... Wahrscheinlich nicht, nein. Oh, das verwundet mit Stärke 8 nicht. Das habe ich natürlich verwechselt mit dem einen Rüster, weil ich dachte, es geht auf den Hellhound hier. Aber da sind jetzt nochmal 4 weg hier. Also wenn es jetzt 4 waren. Bleibt Zarch da. Die 3 Noise Marines. Er sieht die Guardsmen dort hinten und schießt auf sie mit dem Sonic Blaster. Und der Blastmaster auf den Hellhound. Der Sonic Blaster. Auf die 3 einzeln wiederholen. Auf die 3. Ignoriert Cover, minus nix. Das war jetzt auf die Guardsmen. Mhm. Die beiden sind weg. Okay. W3 Schuss mit dem Blastmaster. Einer, okay. Hat sich nicht bewegt auf die 3. Jawohl. Stärke 8 auf die 3. Ja, minus 2, keine Deckung. Nein, geht durch. W3 Schaden. 3 Stück. Dann geht der hoch. Oh. Also der ist weg. So, Kommando zurück. Da ich das hier verwechselt hatte mit den 3 Schaden, die ja eigentlich in die reingingen und ich dachte, es wären da rein, hat der jetzt noch 3 Lebenspunkte und die waren definitiv weg. Genau. So, weiter. Dann hat im Grunde alles einmal geschossen. Dann werde ich jetzt 2 CP ausgeben für Endless Cacophony. Und darf die Havocs nochmal schießen lassen. Jawohl, hau rein. Dann werden die Les Cannons sicherheitshalber beide auf den Helm schießen. Und die Chain Cannons und der Dings, der Kombi Bolter in die Dragoons. Jawohl. Okay, hau rein. Les Cannons. Oder wo ja, fangen wir mit Les Cannons an. Die treffen beide. Gibt bei 6 eine tödliche, ne? Wäre gut. Auf die 3 verwundete. Gut, das nehme ich so. Ja, ich kann auch nicht nochmal rerollen, habe ich nämlich schon gemacht. Oh Gott. Das waren gute 2 CP, würde ich sagen. Ja. Dann auf die Dragoons. Die sind ja ein schlechter zu treffen, nehme ich ganz stark an. Die sind minus 1 zu Hit, genau. Auf die 4. Einzel wiederholen. Und dann auf die 5 und 6 verwunden war. Eine! Das ist einfach. Und das geht durch. Minus 1, ja. Mist. Gute 2 CP. Läuft. Gut, dann wird jetzt gecharged wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, ne? Genau, da muss ich nochmal gucken, wie und was wohl die Abstände sind. Die Dämonetten chargen die Guardsmen. Den vorderen Trupp hier. Und da gibt es natürlich Abwehrfeuer. Die letzte ist mit den 12 Zoll da auch noch drin. 2 Stück, ups. 2-mal, minus 0. 5-mal Inroll. Ja, eine weg, durch, ja. Die 6 Schuss vom Mörser. Und in der Schussphase 1 wiederholen. Und dann nochmal minus 0. 5-mal. Nochmal eine weg, sauber. Siehst du denn? Gut. Dann guck mal, wie weit du reinkommst. Das reicht nicht. Da wiederhole ich einen. Mhm. Ja, cool, klappt heute. Das reicht auch nicht. Oh, ja, dann haben wir die umsonst mitgebracht. Das wird kein gutes Spiel. Das ist die Moral des Chaos. Ja, nee, das wird übel. Machen wir gleich weiter hier. Ja. Dieser Fiend charged hier und hier. Okay, dann gebe ich Abwehrfeuer. Die Dragoons sind übrigens 2 einzelne Einheiten. Entsprechend charged er jetzt die Ranger und den einen Dragoon. Die Ranger geben erstmal Abwehrfeuer, die galvanischen Gewehre. Da dürfen wir die Einsen wiederholen, die wir nicht haben. Stärke 4, wahrscheinlich nicht. Der Stand 4. Die Arc Pistol. Nein, und der Phosphor Serpent da vom Dragoon auch nicht. Aber da dürfen wir die Einsen wiederholen. Bleibt da eins. Oh, ja, okay. Wie weit kommst du? Das reicht. Das sollte reichen, ja. Dann wird hier mal gestellt. Der charged in den anderen Dragoon, da gibt es auch Abwehrfeuer. Nein. Das sollte reichen. Das reicht auch.
ich gleich nochmal. Der dritte Fiend charged die Vanguard. Okay, Abwehrfeuer. Der kleine Gewehre. Eine 1. Nee, aber eine 6. Nö. Und dann die Pistole. Nö. Und der Charge. Das reicht gerade so. Gut, in der nächsten Phase. Aber sie dürfen mit draufhauen. So, hier ist es vorbei und da haben wir eine heroische Intervention angesagt jetzt. Das heißt, Dominus ist jetzt mit in den Nahkampf gegangen. Und wo willst du anfangen zu attackieren? Hier hinten bei denen. Also ich peile hier quasi jetzt rein. Ja. Mit 3 Zoll. Ja, da bin ich hier drüben. Also ich muss ja näher am nächsten Modell enden. Das eben. Tue ich. Bin aber ein Einzel auch von denen. Also sind die auch im Nahkampf gebunden und dürfen auch zurückhauen. Wie auch immer, ich schlage natürlich mit meinen 4 Attacken auf die... Ja. Auf die Denker. Auf die 3. Mhm. Nino. Die haben kein Death to the False Emperor, by the way. Aber auf die 5 verwunde ich. Minus 1. Ja, dann stirbt einer. Okay. Sie dürfen sich wenigstens nicht zurückziehen. Gut. Das ist gut, dass ich da vorhin eine 5 gewürfelt habe, weil dann, oder eine 6 war es. Also auf jeden Fall dem Psalm, dass die plus eine Stärke kriegen. Ja, ja, dann würde ich mal interrupten, ne? Tatsache. Ja, okay. Dann interrupte ich hier mit Dominus. 3 Attacken hat er, glaube ich, nur. Moment. Ja, leider nur 3 Attacken. Und der kriegt ja plus eine Stärke, aber... Dann treffen wir so. Ja, dann wiederhole ich nochmal einen hier. Bah, das war es nicht. Jawohl. Er hat nur 4 Lebenspunkte. So. Ist egal, aber du hast einen Invol. Ja. So, wir haben jetzt Stärke 5 plus 1 ist 6. Auf die 3. Auf die 3. Ach du. Siehst du, das ist nämlich nichts. Dein Ernst. Ach Gott. Also wir verhauen halt unsere CP richtig gut für nichts. Ja, das ist echt heftig. Links machen wir es beide. Oh, scheiße. Okay, dann darfst du wieder. Ja, dann wird jetzt der Fiend in Dragoon schlagen. Mhm. Obwohl, nee, Moment, der Fiend schlägt in die Ranger. 4 Attacken. Ja. Auf die 3. Die haben keinen Bock. Auf die 3. Wieder einer, minus 1. Nein, stirbt er. Also stirbt er, stirbt einer. Ja. Ja. Gut, und wenn du kannst ja nicht nochmal unterbrechen. Nee. Denn, der Fiend auf den. Da benutzt er einmal seinen Schwanz. Das darf man mit einer von den 4 Attacken machen. Also erstmal der Schwanz auf die 3. Mhm. Hat auch Stärke 4, also auf die oder ja, auf die 5 und 6. Jawohl, das ist jetzt minus 1, aber macht B3 Schaden. B3? Ein. Das war auf den anderen hinten, genau, ja. Das war auf den, genau. Und jetzt die Klauen auf die 3. Mhm. Auf die 5 und 6. Nö. Ja. Gut. Die fangen an hier, die 4 Ranger. Erstmal die normalen. Auf die 4, glaube ich, nur. Ja. Das ist nichts, weil die Einsen dürfen wir leider im Nahkampf nicht wiederholen. Oh je. Und Stärke plus 1 hätten sie auch. Dann der Chef. Ja, dann weiter. Der jetzt auf das Vieh. 3 Attacken. War das wieder 2 und 1 oder 3? Ja, ich warte mal. Ja, hilft nichts. Ich würde, habe ich schon einen wiederholt in der Nahkampfphase? Ja, für weil den ich, genau, richtig. So, aber Stärke 8 auf jeden Fall, glaube ich. Muss mal 4, muss mal kurz nachgucken, ob es wirklich Stärke 8 ich denke, ist. Ja. Stärke 6, weil wir plus 1 haben und dann nochmal plus 3. Stärke 9 sogar. Ja. Okay, dann minus 1 bitte. Ja, ist egal, 5 mal Invol. Okay. Nö, 2 Schaden. Okay. Das nimmst du, ne? Was ist da? Ja, geht nicht anders. Ne? Der andere. Ja. Oh, oh, oh!
Das wird immer drei, ne? Ja. Ich nehme mal weg. Ach du Schande. Auf die zwei. Alter. Da kommt das Würfelglück wieder. Boah. 6, 8 Stück bitte mit minus 1. Wahnsinn. 8 Stück mit minus 1. Das Ding ist doch weg. Das ist doch Essig hier. Komm. So, 8, 5. Oh, da, oh, hohoho. Und nicht schlecht. Ja, 2, 4, 6, 8 Schaden. Ja, das reicht zweimal, um zu töten. Wahnsinn, Wahnsinn. Die Vanguards. 3 Stück, erstmal die normalen. Die haben aber Stärke 4 jetzt. Mit einer 4 triffst du. Ja, dann minus 1. Ist egal, von wo hin wollen. Ein Schaden. Okay, ein Schaden. Dann der Chef. Ups. Ein Treffer. Und Arkmol. Verwundet auf jeden Fall. Mir ist ja auch egal, auf die 5. Stärke. Ich habe eine 1 gewürfelt. Okay, dann schau trotzdem nur einen Schaden, weil Arkmol würde jetzt nur T3 geben, wenn du jetzt ein Vehicle-Keyword hättest. Ja, ich nicht. Dann peile ich mit denen rein. Die werden aktiviert. Und da hätten wir. Ach nee, das hätte 3 Zoll hätte nicht gereicht. Auf die 4. Das sind 3 Stück. Stärke 5 müssten, nee, Stärke 6 haben sie jetzt. Nein. 2 Stück. Wie viel Schaden machen die jeweils? 5. Flat. Einer. Einer, ne, das passt doch. Dann hat er noch einen. Super. Macht er das, was er machen soll, er hält sich im Nahkampf. Okay. Ja, dann habe ich überall zurückgehauen. Hier wolltest du ja nicht chargen. Hat nicht geklappt. Okay, ja, musst du irgendwo Moraltest noch machen? Ja, wo? Die Kultisten, von denen sind 5 gestorben. Das heißt, Moralwert 7, nee, Moralwert 6, 5 plus 3, sind 8, 8. Dann laufen die letzten beiden hier weg. 7 haben sie. Achso, dann bleibt einer stehen. Genau. Natürlich der mit der Fahne. Und der ist jetzt für nichts anderes da als Fahne regeln. Und die Dämonettin, weil die auch nur Moralwert 7 haben. Das heißt, ja, auf die 6. Bei einer 6 laufen 2 weg. Und aber bei einer 1, weil die das Banner haben, kommen W6 wieder. Da ist er! Bing! Aber sie dürfen nicht über die Normalstärke raus. Also ich, jetzt W6 kriege ich wieder. Mhm. 4 Stück, aber ich darf nur 2, weil hier sind 2 gestorben. Schön, das hat, damit hat sich das Banner direkt gelohnt. Super. So. Ja, Ister Dolore hat seine Hauptaufgabe schon mal erfüllt. Er hat die Dämonen beschworen. Die waren alle trotzdem noch so ein bisschen baff, dass sie so aus dem Warp gerissen wurden. Nur so ein paar haben Charges geschafft und nicht wirklich viel Schaden angerichtet. Generell sind jetzt wenigstens ein paar Einheiten im Nahkampf gebunden durch die Fiends. Das ist nämlich deren Fähigkeit. Das ist auch deren Hauptaufgabe gewesen. Ja, der Land Raider hat ganz schön gelitten. Und der Rhino ist auch nicht mehr so ganz frisch. Aber wir haben noch ein bisschen Kraft. Und schauen mal, was im nächsten Zug passiert. Wir müssen uns dann jetzt langsam mal ein bisschen bewegen, um hier was zu schaffen. Und was macht das Imperium? Was macht Catherine? Catherine wird jetzt auf jeden Fall alles daran setzen, diese ganze Ausrottung ihrer Infanteristen, die sich um sie geschart hat, irgendwie wieder wettzumachen, weil auch die letzten Überlebten oder Überlebenden der zwei Trupps, die vor ihr waren, die werden jetzt oder haben das Schlachtfeld verlassen. Und ja, ihr Hauptaugenmerk liegt jetzt auf jeden Fall erstmal auf den Dämonen, die aus dem Warp erschienen sind. Und ja, da gilt es jetzt erstmal genau wie Dominus auch, dass diese Dämonen jetzt erstmal vernichtet werden, dass wir schnellstmöglich irgendwie mit den ganzen mechanisierten Truppen Richtung, ja, sag ich mal, Release Point von dir irgendwie gelangen kann, dass du mit der Gensaat nicht vom Spielfeld abhauen kannst. Also wir müssen jetzt mal schauen, wie wir das machen. Auf jeden Fall erstmal Platz machen, dass die Dämonen wegkommen und dann versuchen, die letzten harten Ziele hier zu bekämpfen, um uns dann den Charakteren zu widmen. Bewegungsphase. Die Bewegungsphase ist vorbei.
Ja, auf den Befehl von Catherine haben die Scout Sentinels sich möglichst weit Richtung Release Point der Empress Children bewegt. Die sind mit 6 Zoll Advanced, entsprechend 15 Zoll hier in die Richtung. Der ganz normale Battle Tank ist hier rüber gefahren, sodass er mehr oder weniger freies Schussfeld auf das Rhino hat. Der Hellhound ist ein Stück hier rüber, gerade so weit, dass er noch in die reinflamen kann. Gustav ist stehen geblieben, ganz wichtig. Also er ersetzt heute quasi so unseren Knight Commander Pask. Er ballert dann da rein wahrscheinlich. Die durften sich nicht aus dem Nahkampf bewegen. Er hier ist noch mal so ein Stückchen hier rüber, um so ein bisschen, sag ich mal, einen Sichtblocker noch zu haben, aber trotzdem noch irgendwie ein kleines Schutzschild zwischen den eigenen Truppen und dem Dämonenprinz zu haben. Der andere Hellhound ist hier auch so ein Stückchen nach vorne, dass er zur Not auch noch wirklich hinten weit reinflamen kann. Die sind soweit erstmal stehen geblieben. Die durften sich auch nicht bewegen aus dem Nahkampf, weil alles, was innerhalb von einem Zoll ist, darf leider nicht sich bewegen. Der Tank Commander ist nach vorne, der Battle Tank ist ihm gefolgt und ebenfalls stehen geblieben und stehen geblieben. Und auf den Befehlen von Gustav wird jetzt so ziemlich alles irgendwie zum Feuern kommen, was wir jetzt hier noch stehen haben von den imperialen Truppen. Und ja, dann kommen wir in die Schussphase. Sentinel Nummer 1. Inferno-Kanone, 2D6 Schuss. Der Hellhound. Meine ich doch. ja. Ist wie es ist. Stärke 6. 4 Stück, minus 1. Ja, auf die 2. Die sind der Widerstand 3. Ach so, okay. Ja, dann minus 1. Ja. 5 Stück. Hoppala. 5 Stück. 5er Inroll. 2 Stück schaffen es, 3 Stück sterben. Mhm. Dann macht der zweite das auch gleich hier. Das ist besser. Auf die 2. 3, 6, 8 Stück bitte. Mhm. Diesmal nur ein. Eieiei. Okay. Dann hat er noch einen normalen Flamer, D6. Das sind nochmal 3 Stück, also normalen Heavy Flamer, also auch 3 Stück mit minus 1. Nummer 2. Gustav. Gatling, doppelt schießen, weil er stehen geblieben ist, da rein und die Plasma und die Less Cannon geht in den Land Raider. Wir machen 2x20 Schuss, weil er doppelt schießen darf. Und mit 2x20. Auf die 3, Einsen wiederholen, weil wir Kradia sind, aber er ist leider nur ein normaler Tank Commander, deswegen treffen wir nicht auf die 2, wie Parks das immer tut. Ja, Stärke 5. Auf die 3 wahrscheinlich, ne? Ja, auf die 2 würde ich denken. Ne, auf die 3, richtig, ja. Stärke 5. Das sind einige Einsen. Ja, das stimmt. 3, 6, 9, 11 schon mal. Mhm. Ja, zweimal. Merkt ihr das mal? Merkt ihr das mal? Ja. Einsen wiederholen. Das noch einmal. Das also sind eine Menge Einsen. Kannst du auch wieder zu welchen machen, recht in Ordnung. Ja. Ja, ja, ja. 9 Stück schon mal. Und dann haben wir hier jetzt nochmal. Ups. Zehn, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Stück. Plus die 11, die ich vorher... Insgesamt. Also hast du die 11 schon reingerechnet? Die 22, gut. 9 dachte ich waren es. 22? Nee, waren 11. Dann 24. Okay, 12 plus 16, 20. Nee, plus 18, 20. 22, 2 muss ich dann noch hinterher. So. Ich glaube, das war's schon.
22 minus 7 minus 8 sind 16, ne? Also das waren noch zwei. Und die bestehen auch. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Wir haben uns hier Plasma, 2D3 overcharged. Jo. Warum das eigentlich? Ja, auf den Land Raider. Ach so. Den Land Raider muss natürlich overcharged sein. Und dann auf die 3 Einsen wiederholen. Jawohl, Stärke 8. Das sind 3 Stück mit minus 3. Ja. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Der will leben! Less Cannon. Trifft. Verwundet, minus 3 jetzt aber. Ach, da war kurz die 5. Ich hab's genau gesehen. Und da sind die 5. Explodiert da? Ich seh's nicht. Nein, sehr gut. Warte. Okay. Sauber. Dann die Jungs, die drin sind beim Aussteigen. Alle überleben. Sehr schön. Oder einer Kippe. Nochmal, ne? Jo, bleibt Platz 2. Gut. Okay, die werden hingestellt. Der Trupp Guardsman sieht dann noch so eine kleine Dämonette mit Banner und Catherine hat ihnen gesagt, dass die jetzt nochmal alles an Feuer irgendwie konzentrieren sollen und da den letzten Dämon, der da aus dem Warpriss gekommen ist, jetzt endlich da von dem Generator schießen. Auf die 4. Leskans, verwunden jetzt mit Stärke 3. Auf die 4. Mit Stärke 3. Ach, die haben auch Widerstand dran. Immer noch. Dann bitte dreimal mit Minus gar nichts. Naja, 3 Fünfen. Nee, nur okay, eine. Da geht die letzte. Richtig, schade. Explodiert sie. Okay. Die Mörser haben jetzt den Befehl erhalten, komplett auf die Noise Marines hier zu halten, die noch da hinten stehen. 4W6. Auf die 4. Stärke 4, auf Widerstand 4, auf die 4. Oh. Zwei Stück bitte mit minus 0. Das war gut. Ja, eben, ganz schön. Okay. So, wie viel sind das jetzt? Er hier schießt in die Havocs. Nein! Der sieht die gerade so. 2W6 Schuss. Das sind 6. Auf die 4. Und mit Stärke 8. Auf die 2. Nein, ja. Nee, auf die 3 tatsächlich, weil sie ja wieder schon 5 haben. Achso, dann einmal bitte mit minus 2. Stehen in Deckung, also mit minus 1 auf die 3. 4. Jo, safe. Tank Commander schießt auch noch in die Hellbox. 2W6 Schuss. Okay. Auf die 3. Einen sind nicht wiederholen, weil er sich bewegt hat. Und auf die 3 jetzt mit Stärke 8 oder was? Oh, danke schön. Dreimal mit minus 2. Deckung. Also minus 1 nur. 4. Alles safe. Oh, das ist widerlich. Let's cannon. Trifft. Verwundet. Minus 3. Auf die 5 wegen Deckung. Ja, kommt durch. Ja, die 6. Ja, Moment, das ist ja wichtig. Die Light for Agonies. 4. 4, 5 oder höher, komm schon. Einer. Komm schon, wenn er eine, das wäre gut gewesen. Ja gut, stirbt halt der Chef. Aber du safest auch gerade echt. Ja, das war sehr, sehr gut. Sehr widerlich gut, muss ich echt sagen. Ja. Widerwärtig zäh, Moment. Ja, da stimmt was nicht. Okay, dann schießt Manticore. Ach, der ist ja auch noch da. Alles in die Jungs da auch rein. 2W6 Schuss. Okay, 7. Wiederhole ich den mal einfach. Das ist schon Überstatistik. Komm, nein, mache ich nicht. Okay, das waren die 3. Jetzt sind es aber nur 5. Ach so, genau. Okay, ich vergaß. Auf die 4. Wir dürfen jetzt einen einzelnen Trefferwurf mal wiederholen. Für Orgo Array. Nein. 4 Stück. Stärke 10. Auf die 2. Definitiv. 3 Stück minus 2.
4. Ach komm schon. Wie viel Schaden? 3. 3 Schaden. Wieder einer weg. Gut, dann nehmen wir eine Chain Cannon. Der Battle Tank schießt jetzt hier in das Rhino. Der darf ja jetzt nicht doppelt schießen, richtig? Genau, die 6 Schuss. Auf die 5, jawohl. Und Stärke 8. Auf die 3, 2x minus 2. 2x minus 2? Ja. Auf das Rhino? Ja. Nö. Einmal Kippe. Ja. Und T3, den wiederhole ich. Hast du schon einen wiederholt? Wann denn? Nee, wolltest du, hast du nicht gemacht und dann war es für diese komische, besondere Fähigkeit. Den kannst du wiederholen. Genau. Na, immer noch einer. Okay, dann haben wir noch einen Heavy Bolter. Und... ja, 2. Und nichts. Das war's mit der Schussphase. Und jetzt kommen wir in die Nahkampfphase. Und die Fiends haben ja diese tolle Sonderregel, dass sie zuerst zuschlagen dürfen. Ja, Quicksilver Swiftness heißt es. Ja. Kommt so gut wie nie zum Tragen, dass sie mal im Nahkampf bleiben dürfen. Dann schlägt zuerst der da hinten zu. Der probiert jetzt tatsächlich aber gegen den Marcus Dominus. Mhm. Ja. Was hat er für einen Widerstand? 4. 4, ja, okay. Er nimmt einmal seinen Piekser, also den Piekser zuerst auf die 3. Ja. Jawohl. Stärke 4 auf die 4. Nein. Gut. Die 3 klauen. Auf die 3, jawohl. Und warte, verwundet auf die 4. Das sind 2 Stück mit minus 1, jeweils 2 Schaden. Beide safe, 3. Okay. Ein Zweier nochmal, ja. Krass. Gut, dann der andere Fiend. Mhm. Der geht mit allen in die Vanguard. Was? Echt? Okay. Ja. Er nimmt auch jedes Mal die Klauen auf die 3. Auf die 3. 2 Stück, minus 1. 5er. Einer weg. Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, dann aktiviere ich jetzt als erstes Dominus. Und mit seiner roten Axt, wo habe ich Würfel? Irgendwo bestimmt. 3 Stück. Uiuiui. Achso, ich muss erstmal meine Psalme auswürfeln. Das mache ich jetzt noch. Das stimmt. So, oh, da haben wir die 4. Das ist Schleierpsalm. Dann kriege ich Deckung und ich kriege wieder plus 1 auf Stärke. Einer und. Verwunden wir nicht. Greift doch mit den anderen einfach nicht an. Ja, der ist egal. Mit Charakter hätte man was töten müssen, haben wir uns gerade drüber unterhalten, aber ist wie es ist. Der Dragoon, haut zu. 1 wird zu 3. Das war eine 6. Was? Das wird doch zu 3, oder? Das ist so ein Tesla. Ach so, richtig, also. Hast du recht. Sehr, sehr gut aufgepasst. Und jo, da verwunden auch alle, weil der hat jetzt wieder starke 8 oder 9. Ja, 9. Minus 1. Minus 1. Ja. Schon mal Info. Jeweils 2 Schaden, da ist er weg. Jo. Die Destroyer hauen auch zu. Ein Leben hat das Biest noch. Auf die 4. Gut. Auf die 3 verwunden wir definitiv mit Stärke 6. Komm schon, 5. Dann das ist eine 1, das ist keine 5. Will ich das wiederholen? Nein. Na Quatsch. Okay, Glück gehabt. Okay. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ne? Ja, damit peilen wir jetzt mal ein bisschen. Konsolidieren. Ja. Die Bewegungsphase der Empress Children ist vorbei. Yep. Edgital ist ein bisschen nach vorne geflattert. Die Hellbrut wurde von Mardukhalle nach vorne geschickt, um die Scout Sentinels anzugreifen. Die Noise Marines sind aus dem Rhino ausgestiegen. Ista Lelor ist vorgerückt, um ein bisschen in Reichweite zu seinem Lord zu bleiben. Die Terminatoren verfolgen ihren Lord auch eifrig.
Und die Noise Marines bleiben ein wenig zurück. Die Havocs sind nur ein bisschen rumgeschaffelt, um Vorsicht, im Zweifelsfall, also um Sicht zu haben auf verschiedene Dinge. Und ja, dann wir gehen direkt in die Psi-Phase. Der Herald of Slaanesh smitet den Hellhound. Jawohl. B3 Schaden. Nur einer. Okay. Dann Ista Delore, Warp Time auf Marduk Kralle. Mit 6 kommt das durch. Dann kann er sich gleich nochmal bewegen. Wir machen aber trotzdem weiter Psi-Phase. Delightful Agonies auf die Hellbrut. Das kommt auch durch, sehr schön. Und dann kann er smiten. Oder macht er Diabolic Strength? Wie viel Leben haben die jeweils? 5, glaube ich. Oder dann 5 oder 6. Muss ich kurz in mich gehen. Ja, sage ich dir gleich. Oder 4. Dann macht er Diabolic. Ich habe jetzt auch gleich alles durch. Ja, reicht schon. Also, wenn es nicht nur 2 sind, dann Mache ich Diabolic Strength auf den. 6 Wunden haben die sogar. Mit einer 6, oder muss ich gucken? Ich glaube, das ist auf eine 7. Gucken wir gleich nochmal nach. Der gute Mann ist advanced, also hier wird richtig Meta gemacht jetzt. Yep, und Diabolic Strength ist durchgegangen mit einer 6, das haben wir auch nochmal überprüft. Dann können wir in die Schussphase kommen. Jawohl, weißt du schon, schnell zu starten? Nee, leider nicht. Okay. Die 3 Noise Marines hier hinten. Der Blastmaster, der sich nicht bewegt hat, schießt auf den Hellhound. Die 2 Sonic Blaster auf die Vanguard. Zuerst die Sonic Blaster. Auf die 3. Auf die 3. Jawohl, 4 Stück. Ignorieren Cover, 1 Schaden. Kein AP. Gehen 2. Geht einer, meine ich. Oh, stark. Müssten 4er haben, die guten Jungs. Gut, und der Blastmaster? Ja, die haben 4er. Stark. B3 Schuss. Einer, ärgerlich. Auf die 3. Jawohl. Auf die 3. Nee, stimmt nicht. Auf die 4. Bei Stärke 8. Nee, der ist wieder. Widerstand 7. Ja, dann auf die 3. Minus 2. Nein. B3 Schaden. Ja. Einer. 2. Okay. Explodiert er? Nein. Da wäre jetzt eine 4. Ist der einfach weg. Gut. Die Havocs. Chain Cannon, Less Cannon. Jo. Auf den Dragoon, auf die 4, eins wiederholen, wegen dem Dämonenprinz. Na, no, eins schlechter. Das war ja stark. Guck mal, wie viele 3 wir hier haben. Immerhin. 5 und 6. 2 Stück, minus 1. Einer durch. Gut. Die Death Cannons. Eins wiederholen. Hart. Gut. Alle Sonic Blaster hier rein, Blastmaster hier rein. Jawohl, erst den Blastmaster. W3 Schuss. Einer, die sind heute richtig gut geladen. Auf die 4, weil bewegt, okay, passt. Auf die 4, weil Stärke Widerstand 8. Nö. Gut, dann so, 4, 5, 6, 8, 10, na, da ist der 12. 12 Schuss in die Scout-Sentinel, auf die 3. Einzel wiederholen. So, einzel wiederholen. So, dann die 2 weg. Was haben die für Widerstand? 5 auf die 5 und 6. Das sind 3 Stück, minus nichts, ignorieren Cover. 4. Einer durch. Sonic Blastmaster mit schwerem Profil auf den lieben Rass. So. 2W3. Na, immerhin mal. 4. Auf die 4. 1 Meter hoch. Nö. Auf die 4. Nö. Okay. Das war nicht gut.
Gucken wir mal, ob noch irgendwas schießen kann. Ich glaube nicht. Ich muss für 2 CP hier den, lasse ich die Havocs noch mal schießen. Okay, los geht's. Für 2 CP dürfen die Havocs noch mal Luftballon. Wieder die Chain Cannon, also die macht es im Grunde genau so. Mhm. Ja. Oder sieht die Chain Cannon? Nee, die sieht die nicht. Okay. Chain Cannon wieder auf die einen Dragoon da mit den 3 Lebenspunkten. Auf die 4. Einzeln kann ich wiederholen. So. 5 und 6. 2 Stück. Minus 1. Beide safe. Gut. So, das ist eigentlich wichtig, die Last Cannons. Ja. Jo, verwundet. Minus 3, auch den Demon Rust wieder. Das geht durch. Die 6, bitte. Jo, sehr schön. Charge-Phase. Genau, als erstes der 8. Genau. Overwatch reicht nicht ganz, ne? Mhm. Das sind 8. Mhm. Lucky for me. Hau gleich zu? Nee, die chargen noch mit rein. Ach ja, guck an. Jetzt trauen sie sich, weißt du, wo sie vielleicht noch mehr in die Fresse kriegen. Das sollte klappen. Die Hellbrut fängt an. Hat normalerweise 4 Attacken. Kriegt mit den Power Scourges 3 zusätzliche und für Diabolic Strengths noch einen zusätzlich. Ja, hau zu. Ist Stärke 9. Also treffen auf die 3. Ich weiß nicht, was ist denn Reichweite? 6 Zoll. Ja, also 1 wiederholen. Ändert nichts. Aber hier, das waren 2 Sechsen. Das ist die Reverse Emperor. 1 wiederholen. Nö. 5. Tappen 5. Stärke 9. Mhm. 3. Das sind mit minus 5 Stück, minus 2, jeweils 2 Schaden. Einer, 2, 3, der hat noch 2. Explodiert er? Nein. Okay, und die Noise Marines. So, das sind alle 2, der Chef hat 3, also 8 und 3. Auch die sind noch in überall Reichweite. Das ist The Force Emperor, 4-mal. Heieiei. Das sind 5 Stück minus nichts. 4. Explodiert er. Dann hat der noch 5 und der ist weg. Der haut zurück auf die Noise Marines. Nein. Gut. Okay. Das war's. Das war aufgrund der Vorwärtsbewegung ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Zug. Das war zu hart mir hier mit der Psi-Phase für das Imperium jetzt hier. Ja, ja, ja. Okay, dann schauen wir mal, was wir da jetzt noch machen können. Und dann sehen wir uns in der nächsten Schlachtrunde des Imperiums. Die Bewegungsphase ist vorbei. Das Imperium schlägt hoffentlich nicht zurück. Musst du jetzt jede taktische Finesse irgendwie auspacken, um sich so zu bewegen, dass vielleicht irgendwas noch eine Relevanz hat. Entsprechend haben Catherine und Dominus jetzt ganz eifrig und extrem Vox-Nachrichten ausgetauscht übers Schlachtfeld, um hier die Truppen nochmal zu koordinieren. Die sind volle Bewegungsreichweite, die sind nach vorne, die sind advanced. Er ist advanced, die sind alle advanced. Entsprechend können jetzt auch die Mörser sowieso nicht mehr schießen. Ja, hier werden sie in Befehlsreichweite. Die Dragoons, er müsste noch 4 gehabt haben, glaube ich.
Drei oder so. Ist drei? Ja, ich glaube drei. Oder hat der andere drei? Nee, drei hat er. Ja. Nach vorne, die nach vorne, Hellhound nach vorne. Er stehen geblieben, ganz wichtig. Er volle Bewegungsreichweite. Und dann kommen wir in die Schussphase. Der hat sich natürlich noch aus dem Nahkampf zurückgezogen und jetzt kriegt er den Befehl von Gustav, Bordschütze Feuer bei sich Kontakt und er ballert alles hier rein. Außer die Plasma, hast du gesagt. Die geht. Nee, geht alles hier rein jetzt. Okay. Battle Cannon, 2W6 Schuss. Und da wiederhole ich jetzt die 1 mal gleich. 6. Oh. 6 Schuss. Auf die 4. Einsen wiederholen. Stärke 8. 2 Stück minus 2. Auf die 5. Ich nehme einfach hier. Ja. Das sind 4. 4. 4 noch Pain. Das ist einer. Ist dein Ernst? Nein, tut mir leid. Ja. Plasma. Überladen nehme ich an. Ja, auf jeden Fall. Die 4. Die 3. Dann einmal minus 3 bitte. Ich kriege hier ein bisschen an den Tisch rum. Dann sind es nochmal 2. Pure Pain. Tut mir leid. Stormbolter. Nichts. Das Ding schießt jetzt alles hier auf die Hellblut. 2W6 Schuss. Durchschnitt. Auf die 4. Das sieht doch gut aus. Auf die 3. 5 Stück minus 2. Auf die 5. 2 Stück. 4. Ja, macht spannend hier. Und wieder nur 2 durch. Ja, es klappt alles nicht so richtig. Muss das richten. Er schießt jetzt mit seiner Punisher Gatling in die Noise Marines. Die Plasma und die Less Cannon gehen beide da rein. Erstmal Less Cannon. Ach komm schon, ey. Plasma. Auf die 4. Und 4 mal minus 3. Das ist jetzt in die Noise, in die Brut, oder? Ja. 4 mal minus 3. 6. Das ist schon wieder eine geschafft. Das gibt es ja gar nicht. 2, 4, 6 Schaden. Okay. Die 18 Fünfen hier. 3 Fünfen, 3 Schaden. Das geht gar nicht, Liebe. Ich bin nicht fast. Aber Slanesh gefällt es. Ja, okay. Das ist heftig. Gut, 20 Schuss in die Noise Marines. Okay. Dann Stärke 5. 3. Oh, komm schon. 6 Stück minus nichts. Noise Marines. Es tut mir so leid. 2 Destroyer schießen jetzt overcharged in das Rhino hier rein. Können nur 2 sehen. Auf die 4. Achso, wir müssen wieder einen Psalm machen übrigens. Hoffen auf 1 im Reroll. 3 Nahkampfphase Trefferwürfe und Fernkampfphase Trefferwürfe. Das ist doch perfekt. Gut. Auf die 4. 1 wiederholen. Oh Mann. Spielst du eigentlich schon wieder mit einem Würfel gegen mich? Das ist dann einmal mit minus 3. Was, auf was war das gerade? Auf dein Rhino. Ein minus 3, also 6. Nee. Wie viel Schaden? 2 Flat. Okay, dann noch 2.
Da, der Tank Commander schießt die Battle Cannon und die Less Cannon in das Rhino und die Plasma geht in die Thermis. Battle Cannon, 3 Schuss. Ach, komm schon. Less Cannon, Plasma. Auf die 2 wahrscheinlich verbunden. Die haben ja den Widerstand 4, ne? Ja. Dann 2 mal minus 3. 5. Ja, 2 Einsen. Gut, dann sind es 4 Schaden. Also jeweils 2. 2 tot. Okay. Okay, dann gibt es auch, glaube ich, noch eine Mortal. Muss ich mal gucken. So, Mörser-Team schießt jetzt alles in die Hellbrut. Ach Gott. Ach Gott. Meine Güte, meine Güte. So, auf die 4. Nichts. Der letzte Battle Tank schießt alles in das Rhino. In die Rhino, ja? In die Thermis, meine ich. Das andere sieht er ja gar nicht. 6 Schuss auf die 5. Einzeln darfst du nicht wiederholen? Nee. Einmal minus 2. 4. Sorry. Gut. Das wäre auch der Ingo gewesen. Heavy Volta. Auf die 4, 3. Einsen dürfen wir ja wiederholen. Hättest du eben dann aber auch schon gehabt. Nee. Achso, doch, weil wir Kavier sind. Dann Heavy Volta. 2 Stück. Nee. 2 mal minus 1, 5 und 6. 2 mal minus 1 auf 3. Ja, Einsen darf ich natürlich nicht wiederholen, weil ich mich ja in der Bewegungsphase bewegt habe. Deswegen ist das draußen. Ja, das war's. Ich habe jetzt noch einen Hellhound und die 2 Phosphor Serpent da von dem Dragoons hier. Aber da muss ich echt mal schauen, was ich da jetzt mache. Weil es wird definitiv langsam eng hier. Es hat hier nichts geklappt bis jetzt. Das ist leider das Problem. Ja. Phosphor Serpenters schießen auf jeden Fall noch da rein. Auf die 3. Thermis oder rum? Einsen wiederholen. Nee, in das Rhino. Ja. Und mit dem haben wir eine Stärke von 5. 5 und 6. Das ist einmal bitte mit minus 1. Auf die 4. Ja, das war klar. Ja, irgendwie jetzt die Runde. Okay, dann möchten noch die sehen nicht wirklich was. Da müssen wir mal kurz gucken, vielleicht sehen die da irgendwas. Da schießen auf die Noise Marines alles, was geht. Eins wiederholen. Und Stärke 4. Einmal minus 0. Steht. Für der Hellhound, ne? Hellhound, ja, hilft nichts. Muss jetzt in die Hellbrut hier reinballern. Oder ich überlege noch mal. Wie viele Schaden machen die? Immer ein Schaden von den Flamern. Geht jetzt alles hier in die Hellbrut. Wir fangen an mit dem Heavy Flamer. 4 Autotreffer. Stärke 5. 3 Stück, minus 1. Einer kommt durch. Ein Schaden. 4 OP. Mhm. Ja. 2d6 Inferno-Kanone. Stärke 6. Nö. Alles 4, ne. Ja, sie. Stärke 6. Was hat er für einen Widerstand? 7. Okay. Tut mir leid. Stormbolter? Ah, ne, hat er nicht. Okay. Dann Ende der Schussphase, ne? Dann gucken wir, ob er noch crazed. Zu einem, ach komm schon. Auf die 6 oder was? Dann darf er nochmal schießen. Okay. Ja, aber ja, dann macht das mal. Würde jetzt auf den schießen. Mhm. Wann? Theoretisch könnte er noch mit der Doom Siren, wenn das 8 Zoll sind, auf den, aber das fände ich jetzt irgendwie affig. Ja, macht? Nee. Ja, macht der Doom Siren W6 Autotreffer. Ja, also mittlerweile ist es mir unangenehm. Stärke 5, 5 und 6, das sind 2 Stück, minus 2. 5, eine durch. Ein Schaden. Ja, runter auf
10. Okay. 2W3 auf den Battle Tank. 4. Jawohl. Und die 3, 1 wiederholen. 4. Nee, okay. Gut. Abwehrfeuer, die Dragoons chargen jetzt in das Rhino. Komm, die Bolter. Eine Runde. Das geht durch natürlich. Ja, welche eigentlich? Das, die waren ja einzeln. Ja, kannst du hier zuerst. Okay. Dann Charge. Jo, der andere. Auch beide drin. Okay, die stell die mal. Der erste, 3 Attacken. Eins wiederholen im Nahkampf. Jawohl. 3, glaube ich. 2 Stück, minus 2. Minus 1, sorry. Der kommt durch. 2 Schaden. Ja, da ist er hin. Gut. Mit dir da? Nö. Okay. Da ist nichts mehr drin, aber der kommt weg. Kannst du theoretisch noch in die Thermis konsolidieren? Ja, wir gucken aber mal. Dann dürfen wir zurückhauen halt. Ne? Ja, ich denke nicht, dass ich mich da viel bewegen werde jetzt. Ich lasse sie lieber kommen. Gut, Runde 3. Ja, also zum Verständnis, der Plan war im Prinzip mit ihm die Hellblut so weit abzukratzen, dass die jetzt noch ungefähr so viele Lebenspunkte hat, wie sie jetzt hat, nach dem kompletten Schussding. Zur Not mit ihm da noch den Rest machen, dass Gustav alles in die Noise Marines schießen kann und der Hellhound dann komplett in ihn reinflamen kann, bis zum geht nicht mehr. Na du Kralle, ja. Hat nicht geklappt und ja. Nun ja. Puh. Okay, ja. Bewegungsphase Emperor's Children. Bewegungsphase ist vorbei. Also, die sind hier rüber. Mardo Kralle ist sehr nah vom Fliehen. Ja, advanced. Die ist hier rüber. Ja, gut. Dann hier. Eddie, der Dämonenprinz, ist da hochgeflogen und versucht jetzt irgendwie mal an den Panzer anzugehen. Ista Dolor hat die Ranger im Blick. Und die Thermis wollen sich an den Dragoons versuchen, während der Herald of Slaanesh es auf Catherine abgesehen hat. Jawohl. Gucken wir mal. Okay, Ziehphase. Ziehphase. Da fängt der Herald of Slaanesh an. Smite in die. Ja, was ist denn näher dran? Guardsman oder der Dragoon? Guardsman jetzt. Dann jetzt auf, denke ich. Ja, auf die Guardsman. Jawohl. Die 3. Einer. Ja. Das ist okay. Eddie macht die Heroic Strength auf sich selbst. Das geht durch. Ja. Istar Dolor, Delightful Agonies auf Marduk Klaue. Das geht nicht durch. Dafür gebe ich ein CP aus. Mit 5 geht es aber auch nicht durch. Okay, dann habe ich noch 2 CP. Und dann einmal Smite in die Ranger. Das kommt durch mit 5 W3 Schaden. Zweites Smite? 2. Ja. Ah, nee, geht nicht durch. Vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Okay. Gut. Ja. Schussphase, weißt du schon? Die schießen die Sonic Blaster alle in den Sentinel und der Blastmaster in den Hellhound. Ja. Blastmaster, W3 Schuss. Einer. Auf die 4, weil bewegt, nix. Okay, und die Sonic Blaster. Na klar. Auf 3, 1 wiederholen, weil Mario Klaue steht direkt dahinter und sagt, dahin soll er schießen. Das haben es noch nicht alle verstanden. Ja. Das war noch eine 2 dabei. Eine. Ein Paket. 5 und 6. Nix. Das ist gut. Ja, ja, ja. Gut, dann gucken wir, wie weiter. Ich und die in den Hellhound, die Blastmaster schweres Profil in Dingsbums. So, die Doom Siren, W6 Auto Hit, 2 Stück, Stärke 5, 5 und 6 und nix. 2 W3 Schuss in den Battle Tank, auf die 4, weil bewegt, 1 wiederholen wegen Eddie, denke ich mal. Oder? Müssen wir mal messen, ne? Text toll. Das Gebäude ist wahrscheinlich schon 6 Zoll hoch, oder?
Das wird schwierig. Ja, gut. Also, Alkohol 4. Eine minus 2. Nein. W3 Schaden. 2. Nee, Battletank. Ach so. Das ist nicht gut. Ja. Gut, dann der hier der Melder in die Dragoons. Ja. Trifft. Verwundet nicht auf eine, obwohl doch stärker. Nee, verwundet nicht auf eine 2. Nee, das auf keinen Fall. Hat ja auch eins, du hast eine 4 geworfen beim ja, Dings, ne? Ja, 4 geworfen. Er ist aber auch nicht advanced. Ja, der hat einen toughen 6 oder was die haben. Ja. Die Jungs. Sonic Blaster in die Dragoons. Ja. Also beziehungsweise ich kann nur den linken Dragoon sehen. Ja. Und die in die Ranger. Vanguards, ja. Okay. Entschuldigung. Auf die 3. Auf die 3. 3 Stück, minus nix. 3 Stück oder 2? 3. Den habe ich umgeworfen. Machen wir 2 nur. Ich weiß es nicht, ob ich einen umgeworfen habe. Ich habe keine Ahnung. Das waren die Ranger, ne? Ja. Da geht einer. Mhm. Welcher? Der hier. Okay. W3 Schuss auf den Dings hier, auf den Dragoon. Auf die 4. Ne, war auf die 5 war richtig, ne? Weil normalerweise auf die 3 bewegt, minus 1, 5. Achso, ja, das ist eine Heavy Weapon oder was? Ja, aber war mit 5 trotzdem und 4 verwundet auch. Minus 2. Nichts. W3 Schaden. Auf welchen überhaupt? Okay. Ja. Die. Dann kommen die heftigen Typen da jetzt. Genau, die Less Cannons hinten in den Battle Tank. Ja. Obwohl, nee. Lieber vorne in den Hellhound. Ja. Und die Chain Cannon in die Kultisten. Hallo. Ja, hau rein. Das sind 6 Schuss, 8 Schuss. 3. Kippe. 5 Stück minus 1. Oh, da waren zu viele. 5 Stück hast du gesagt, ne? Ja. Das war eine zu viel. Okay, gehen 2? Nee, geht einer. Passt schon? Ja. Okay. Dann die Less Cannons. Ja. In den Hellhound. 100 minus 3. Nein. 6. Die 6, oh Mann. Ja. Gut, weiter geht's. Das war's, ne? Das war's mit Schießen. Dann kommt die Charge-Phase. Ja. Wo willst du chargen? Die chargen hier rein. Okay, die 6, Autotreffer. 3. 2 Stück minus 1. Safe. Was, wo willst du noch rein? Oder wie weit darfst du überhaupt? Ja, ich muss jetzt hier erstmal, genau, dann rutschen die hier so weit rum, dann chargt der auch noch in ihn rein. Mhm. Also so, so, so. Jawohl, auch rein. Ist der so. Nicht advanced? Nee. Ah doch, natürlich, entschuldige ja. Bitte, danke. So. Das ist aber, jetzt hier wird es aber cheesy, ja. Ich advance so selten, ich vergesse immer. noch? So, dann der Demon Prince. In die beiden. 2W6. Ich weiß nicht, ob der in Reichweite ist. Ach so, die Inferno-Kanne hat. Ah ja, die hat 16, die auf jeden Fall. 16 Zoll und der andere hat auch 8 Zoll. Also ja, okay. Widerstand 6. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Wie viel hat die andere? Was? Wie viel hat die andere Sachse? 8. 8 Zoll, ja. So, Stärke 6. Uff, die 4 haben wir. 3 Stück. Minus. 1. 3 Stück? Ja, oder hast du gesagt? Ich weiß es nicht, aber ja. Dann nochmal W6. Stärke 5 auf die 5, einmal minus 1. Ich weiß nicht, was mit dem Würfeln gerade los ist. Okay, dann gebe ich nochmal ein CP aus. Bei ihm geben wir einen Befehlspunkt aus, dass wir auf die 5 treffen im Abwehrfeuer. Erstmal den Bolter.
Dann haben wir einen Stormbolter. Hast du das Einzelne jetzt eigentlich wiederholen, weil du stehst? Bist ja meistens in einer Runde nicht bewegt. Ja, ich habe mich an der Bewegungsphase bewegt. Stormbolter, nichts. Kampfgeschütz, 6. Und dann jetzt mal bitte alle zünden. 2. Und Stärke 8. Mhm, auch 3. Minus 2. 5er. Sorry. D3. 2. Jawohl. Gut, dann schau mal, wie weit du kommst. Mhm. So, bei 8 bin ich drin. Hätte aber gern mehr. Ja, damit nicht. Den wiederhole ich für den CP. Ja, nee. 5 schaffe ich nicht. Scheiße. Aber irgendwann reicht es auch mal mit Glück. Gut. Dann probiert die Hellwut dasselbe, beziehungsweise die probiert es nur den Hellhound. Gut, 2W6. Stärke 6 auf die 5, 2x minus 1. Ja, da war es das. Der Feel No Pain ist durch, den könnte ich die Runde nicht geben. Explodiert er? Nö. Tja, der hat auch genug Schaden ausgehalten. Gut. Wolltest du noch irgendwo, du wolltest doch hier hinten chargen. Ja, die Dame noch, genau. In Catherine und in die, weil die etwas näher dran sind wegen des Charges, so wie das gerade läuft. Ja. Gut, dann Abwehrfeuer erstmal. Ja, ich zähle mal Würfel. Abwehrfeuer von Catherine, Plasmapistole. Nein. Die ganzen Gewehre. Nein. Rapid Fire oder was? Pistole, doch, war schon Rapid Fire. Nichts. Mörser. Die 3, die 6, 3 Schuss. Einer. Hier stand 3. Nichts. Ja, dann kommt sie rein. Okay, noch irgendwo? Die Terminatoren. Ja. Die müssen halt in beide reingehen, sonst. Ja, dann machen wir die beiden Phosphor Serpentas. Jo. Beide. nee, trifft nur einer, aber. Verwundet direkt auch. Okay. Genau, verwundet direkt mit, ich glaube, minus 1 hat das Ding, aber lass mich mal. Ja, also auch wenn es kein, nur wenn es minus 0 hat. Phosphor Serpentat minus 1, ja. Dann eine Wunde. Eine Wunde, ja. Eine, okay. Sind drin. Genau, ja, da brauche ich eigentlich nicht würfeln. Nee. Dann darfst du zuhauen. Mhm. Wo willst du zuerst? Mit den mit ihr hier. Ja. Die Attacken auf die 2. Ja, die 2 Stück wiederholen. Dann Toughness 3. Wieder Stärke 4. Ihre eigene Fähigkeit ist, dass sie Dämonen um 1 stärker macht im Nahkampf. Aber ja, cool. Gut, okay. Dann gebe ich direkt 2 Command Points aus und bin damit runter auf 4. Und dann würde ich dich mit einem Dragoon unterbrechen, nämlich mit dem, der nur noch 2 hat. Und 3 Attacken auf die 3. 6 explodieren. 6 geben 2 zusätzliche Treffer, glaube ich. Ja. Stärke haben wir jetzt 8. Also auf die 2. Und den einen wiederholen wir noch. Ja. 4 Stück mit minus 1. 4 Stück mit minus 1. Jo. Nicht so schlimm, ne? 2 Schaden. Alles flat. 3x2, ja. Dann sind sie tot. Genau. Blöd. Das war mal ein gut investiertes 2 CP, würde ich behaupten. Jupp. Dann hau ich noch mit Catherine zurück. Ach, das ist der, er wollte hier noch einen, egal. Ja, das ist so, wie es ist jetzt. Ja, ja, nee. Catherine, es muss kurz gucken, was sie hier genau hat. Ihr habe ich eine Powerfist gegeben. Die hat ja im letzten Spiel auch nichts dazu bekommen irgendwie, ne? Oder? Nee. Richtig? Nee. 3 Attacken auf die 3. Jawohl.
Halt, Powerfist trifft ja eins schlechter, aber dann mit der 4 passt ja. Dann haben wir Stärke 6. Auf die 3. Dann haben wir zweimal mit minus 3. Fangen wir in 0. Ja. Das sind 4 Schaden. Das reicht genau, um sie umzubringen. Super. Ja, das war ja eine dumme Aktion jetzt. Okay. Leadership-Test. 7 nicht, 6 nicht, 5 nicht, 4 nicht. Warte mal, 3 plus sind 9. Gehen nochmal 2. Machen wir es einfach mal so rum. Okay, gut. Ja, zusammenfassender Zug des Zugs. Jede Menge Würfelpest bei dir beim Schießen. Ja. Jetzt, ach ne, hier gucken wir, die Jungs können ja auch noch kämpfen. Richtig, dann kämpfen wir bitte. Ja, das sind 4x2 Attacken und einmal 3 Attacken. Auf die 3, einen wiederholen. Death of the Force Emperor habe ich 3-mal, also kriege ich noch 3 zusätzliche. Auf 5 und 6. Mhm. Ui. Okay, die holen jetzt alle möglichen. 7 Stück. 4. Mhm. Genau, alle. Alles safe. Ja, dann darf der auch noch zurückklopfen mit seiner einen Attacke. Jawohl, trifft. Und verwundet mit gar nichts. Dann safe. Weil der hat keinen Chainsword gekriegt, glaube ich. Doch, minus 1 ist es. Dann hat es gereicht, dann stirbt einer. Dann stirbt er hier, dann darf der nochmal schießen. Doch, hat Chainsword gekriegt. Genau, er schießt einfach mit seiner Pistole in... Obwohl, ne, er schießt mit dem... Macht er Komm, schießen. Pistole da rein. So, 3, trifft. Verwundet. Minus nichts. Ja. Eine Runde. Das ist Runde auf 4. Eine gute. Jo. Okay. So, ja, jetzt Zusammenfassung. Es war heftig und vor allem das Schlimme ist, aus imperialer Sicht, das ist jetzt, ich habe jetzt eine Runde, um das jetzt noch abzuwenden. Er hat noch 6 Lebenspunkte. Er hat noch alles. Und ja, wir müssen jetzt gucken, möglichst hier viel wegzuschießen, damit wir das alles abgrasen, was hier noch steht, um hier auf die Charakter schießen zu können. Also das wird heftig. Ja, für Nino, er hatte jetzt auch gerade nicht das größte Würfelglück, aber es ist halt so. Jetzt nur in der Charge-Phase. Davor hatte ich massiv Würfelglück. In deiner Phase hatte ich unglaubliches Glück, was die Würfe angeht. Also. Chaos hält auf jeden Fall Einzug auf Konor hier und breitet sich. Okay, Zug 4, Imperium. Bewegungsphase ist vorbei. Also, Gustav ist mit seinem Lehman Russ Flankenpanzer hier stehen geblieben. Hellhound ist nach vorne, sodass er auf jeden Fall nah da hinten steht. Catherine hat sich noch gar nicht bewegt, sehe ich gerade. So, die sind nach vorne. Dominus selbst ist auch nach vorne. Die sind stehen geblieben. Die sind so wieder zusammen, dass die Coherency wieder passt. Die sind stehen geblieben. Die sind beide halbe Bewegungsfahrt nach vorne, dass sie jetzt auf jeden Fall noch doppelt schießen können. Die sind voll nach vorne. Er ist einfach advanced. Die Dragoons sind hier durch. Und ja, dann kommen wir direkt in die Schussphase, würde ich sagen. Mörser schießen alles hier hinten in die Noise Marines. Ja, komm. Das ist gut. Auf die 4. Auf die 4. Da haben wir 4 Stück, minus 0. Ja, alles safe. Mhm. Nochmal 2 Mörser. Auch was, Marie? Mhm. Einer. Safe, entschuldige bitte. Ups.
So, die da schießen, einer schießt mit dem Flamer hier rein und dann schießen zweimal Plasma in die, alles überhitzt jetzt wegen DS und hoher Stärke. Der eine schießt da rein. Der Flamer ist ein Cockness Flamer. Ja, okay, D6. D6. Stärke 4. Auf die 4. Müssen wir unsere Dinger wieder auswürfeln übrigens. Oh, Schleierabsalm schon wieder und plus 1 auf Stärke. Mhm. Ja, Cognis-Waffen, was waren da? Da war irgendwas. Keine Deckung, glaube ich, oder so. Genau. Ach so, beim Overwatch ist auch noch mit dem Flamer. Ja gut, egal. 5 Stück. Minus? 0. 2 sterben. Gut. Die dürfen jetzt auch gleich schießen, bevor ich sie entferne. Aber ich darf meine Waffen erstmal noch abhalten, oder? Ja, klar, wenn die einen fertig geschafft haben. Okay, dann machen wir noch die 2 Plasma. Das sind 5 Schuss. Auf die 4. Jo, 3. Und dann haben wir jetzt Stärke 8. 2 Stück minus 3. Auf die 6. Ne, ist ja auch hin. Gut, dann machen wir den einen noch. Die schießen ja, die Dragoons. Einen muss ich noch schießen. Oh, zwei Schuss. Ach, der war jetzt auf die Kultisten. Auf die 4. Und auf die 6 mit minus 3 auf den Kultisten. Weg damit. Gut, jetzt darfst du schießen. So, entschuldige. So, ja. 6 Schuss auf die Dragoons, beziehungsweise auf den Dragoon. Ja. Auf die 4. Auf 5 und 6. Nein. Und der schweres Profil auf den Hellhound, der sieht vorne gerade so die Ketten. W3 Schuss. Einer trifft. Verwundet mit 8 auf 7, ja. Ja, geht durch. Einer. Ja, 3. Ne? Gut. Ja. Dann ist da schon mal aufgeräumt und dann überlege ich mal, wo es weitergeht. Der gibt ihm jetzt den Befehl, Bordschützen, Feuer bei Sichtkontakt und die schießen, oder er schießt alles in den Hellhound. 2d6 in die Havocs, 2d6 Schuss. 8. Ja. Auf die 4, einen wiederholen. Warte mal, er hat sich ja trotzdem bewegt. Auf die 5, einen wiederholen. So. Sorry. Jo, dann mit Stärke 8 auf jeden Fall auf die 2, ne? Ne, auf die 3, die haben Widerstand 5. Okay, dann minus 2, zweimal, 4-mal. Minus 2, aber um 1 verbessert das Safe einfach, also 4. 3 tot. Jawohl. Dann hast du mit dem anderen Panzer quasi... Ne, okay, da ist er noch näher dran. Gut. Okay. So, Tank Commander schießt jetzt alles in den Demon Prince. 2d6. Das ist auch wieder gut. Auf die 4, weil er sich bewegt hat. Das ist stark. Stärke 8. Drei Stück, minus 2. Auf die 5. Einer. Wie viel Schaden? Einer. Wiederholen? Nein. Okay. Der war noch auf 6, das hatte ich hier falsch hingelegt. Ja. Jetzt auf 5. Plasma. Trifft. Verwundet, minus 3. 5er Inroll. Kippe. Ja, 2 Schaden. Was? W6 bei Plasma? Less Cannon, habe ich gesagt. Ja, ist Plasma gesagt, aber... Aber ich habe nur einen, Würfel geschmissen. Deswegen, also das war die Less Cannon, sorry. Ich habe halt nur, die Plasma würde jetzt noch kommen. Ja, dann ist er hin. Weil jetzt hätte ich die Plasma, hätte ich 2W3 Schuss gehabt. Ja, ja, alles gut. Ich habe einfach nur mit Plasma jetzt gerechnet. Also. Achso, nee, ich habe vielleicht das gesagt, aber ich habe den einen Würfel für Laserkanone geschmissen, sorry.
Okay, der ist weg, Leute, der ist weg. Dann... Es ist alles weg, da stehen jetzt nur zwei Charakter. Wird jetzt interessant. Der Zug zeigt jetzt, warum wir Sichtschuss brauchten. Ja. Die Ranger schießen jetzt alles in den Sorcerer. Einsen dürfen wir wiederholen, weil der Tech Priest Dominus da ist. Und die treffen wir auf die Dreien. Stärke 4. Widerstand? Bei ihm 4. Bei ihm 4. Was ist da los? 4. Dann haben wir einmal minus 1 und zweimal minus 0. Minus 1 auf die 4. Kommt durch und minus 0 kommt einer durch. Wie viel Schaden? Jeweils einer. Wie viel hat der noch? 2 Schaden. Also hat er jetzt wahrscheinlich noch einen. Okay. Der hat, glaube ich, 4 am Anfang. Pistole. Trifft. Artpiste und Stärke 6. Einsen wiederholen, nicht wiederholen beim Woundroll. Okay. Dann haben wir einen Tech Priest Dominus. Der schießt jetzt auch noch. Und zwar hat der Pistole 5 oder Volkite Blaster. Heavy 3. Boah. Okay, wir schießen das. Heavy 3. Auf die 3. Einsen wiederholen. Trifft alles. Stärke 6 auf die 3. Zweimal minus 0. Safe. Okay, dann haben wir die beiden. Nahkampf drin, das bringt dir mehr. Ja, ich will aber will schießen, obwohl das ja eh. Eigentlich ist es egal, weil das ist ja eh auch ein Charakter. Richtig. Aber dann schießen wir die Phosphor Serpentines auch noch da rein. Ja, 18 hat gereicht. Trifft beides. Stärke 6. Beides minus 1. Kein Schaden? Ja, das war's dann. Super. Ja, ich guck nochmal zur Sicherheit, ob er nur 4 hat, aber ich bin überrascht, wenn der 5 hätte. Okay. Ist ja kein Primaris. Manticore schießt jetzt erstmal da rein, damit die Noise Marines wechseln. 2d6 Schuss. Den wiederhole ich jetzt. Habe ich schon einen wiederholt? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Aber... Ja, das passt. Auf die 4, einen wiederholen. Stärke 10. 2. 4 mal minus 2. Alle verkacken jetzt. Ne, 3 verkackt. Dann 3 mal die 3 Schaden. Das spielt ja keine Rolle, ich kann nur 3 töten. Okay. Dann darfst du jetzt schießen. Auf den Hellhound? Ja. 3 Stück. Rein, einzeln wiederholen. Wer kommt raus? 3, ja, da können die jetzt. 5 und 6. Das ist eine. Ne, ein Schaden. Dann schießt der Hellhound noch hier rein. Alles. Ja, muss er ja. Ja. 2d6. Dreimal minus 1 und 5mal minus 1 mit dem schweren Flamer. 5mal minus 1. Da ist er hin. Schweres Profil auf ihn. Mhm. 1W3. So, das ist wichtig jetzt. Trifft. Das war doof, Nino. Verwundet. Minus 2. Mhm. B3, also hatten wir noch einen? Ja, ja, der ist tot. Okay, dann. Dann gucken wir mal, ob er explodiert. Einfacher geht's ja nicht. Ja, explodiert. Dann W3 jetzt für ihn, ne? W3 für deinen Kollegen, 3. Schmerz. Und dann W3 für meinen Hellhound, so. Für meinen Scout. Sentinel, einer. 4 No Pain, den hat er ja noch. Den, die Light Ravens, 5. Mhm. Okay, also nur 2. Das ist doch. Wie hat er denn? Der hatte 7. Ah ja. Also normalerweise 6 und dann durch den Warlord Trade hat er 7. Okay, gut, dann schießen die beiden Panzer da noch drauf. Also relativ weit. Jetzt ist das ja das Ding. Aber so nach und so weit auch nicht. Ganz.
Er hier, achso, ich muss jetzt erstmal zeigen, was, wer schießt. Gustav schießt jetzt alles auf seinen Kameraden da. Den letzten auf dem Feld hier. Auf die drei, die muss ich alle. Schande. Die drei, dann dürfen wir Einsen wiederholen. Und zum Verwunden. Genau, also die 5 Stück hat man jetzt noch auf dem nachgewürfelt, die noch gefehlt haben. Zum Verwunden Stärke 5. Nein. 23 Mal. Jeder 1 gibt, oder? Ja, jeder 1. Oh. 1, 3 zähle ich. 1, 2, 3. Hat er noch 2? Ja, da würde ich in dem Fall jetzt den letzten CP nehmen für einen Reroll. Genau, ja. Dann okay, noch 3. Ah ne, die Lightful Agonies habe ich jetzt ja noch. Das ja. Kann ich ja zusätzlich nehmen für die 2. Ja, bleibt aber dabei. 3 Stück hat er noch. Okay, dann würde ich direkt einen CP ziehen, damit alle Einheiten, die jetzt noch darauf schießen, eins besser treffen. Gut, dann kommt aber auch noch ein bisschen was. Und zwar der Stormbolter trifft. Und einmal bitte mit minus 0. Safe. Okay, dann haben wir die Plasma natürlich auch supercharged. Klar. Auf die 3. Einen sind wiederholen. Stärke 8. 2. 3 Stück. 4 Stück. 4 Stück minus 3. 4er Inwohl. Das war's. Das sind 2, 4, 6 Schaden. 6 Schaden, 4 No Pain. Nö, das Krass. Sind 4 Stück. Wow. Dann war's das. Vorbei, getabelt. Wahnsinn. So kurz vor Ende. Das war echt knapp. Meine Güte, war das knapp. Ach du Alarm. Ja, okay. Postgame, liebe Freunde. Wow. Krankes Spiel. Was ein Spiel. Wir haben beide ein bisschen gejammert zwischendurch. Auf jeden Fall. Ich ein bisschen mehr zum Schluss, als ich dann so Kacke da gewürfelt habe. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und wart ähnlich. Es war echt knapp, glaube ich. Adrenalisiert wie wir. Ja, also ich glaube, es war wirklich knapp, weil es sah ja teilweise wirklich so aus, als würde er jetzt von der Platte rennen und dann wäre das Spiel vorbei gewesen. Ja, und dann jetzt am Ende alles weg. Ich hatte wirklich diese eine Chance noch. Ja. Die letzte Schussphase war gar nichts los, also die davor. Nee. Ja. Leute, wie geht's weiter, Nino? Ja, genau. Charakterentwicklung. Bin gleich wieder im Bild. So. Würfeln jetzt für jeden Charakter erstmal der Gewinner. Würfelt für jeden Charakter ein. Bin heute ich. Jawohl! Ein W6. Oder im Grunde ist es ein W2. Wenn er jetzt über 3 würfelt, also 4 plus, für 2 Charaktere kriegt er ein CP zusätzlich im nächsten Spiel. Also was jetzt? Also für jeden Charakter, der überlebt und gewonnen hat. Also okay. Er hier? Ein 3. Okay. Das heißt? Erstmal nichts. Du musst jetzt mit den beiden anderen jeweils eine 4 oder höher würfeln, damit du ein CP kriegst. 6, das ist gut. 6. Und 1. Also kein zusätzliches CP. Ich mache das jetzt genauso. Und wenn ich jetzt unter 3 würfel mit 2, also unter 4 würfel mit 2 würfeln, kriege ich ein CP weniger im nächsten Spiel. Da war der eine. Da der war der 5. Und das wäre 1. Also ich verliere einen CP im nächsten Spiel. Das müssen wir uns aufschreiben, ne? Ja, schreibe ich ihm nochmal. Komm, schreiben dann. Wir gleich. Hol mal einen Kuli, wir haben ja die Zeit. Ja auch. Ja. So. Minus 1 CP. Minus 1 CP für genau. Das letzte Spiel, okay. So, dann jetzt erstmal die positiven Dinge zuerst. Wie entwickeln sich die Charaktere von dir? Da sind wir jetzt einmal, fangen wir bei Catherine an. Catherine hat einen Charakter im Nahkampf getötet. Stimmt. Diese, also Slanisch. Genau, Nahkampfinfanterie. Nahkampfcharaktere. Nahkampf zwischen bla bla bla. Für jeden vernichteten Charaktermodell wirst du einen W3. Also einen W3. Eine 3.
3, also das wird zu einer 2. Vitale Punkte, permanent. Verwundungswürfe von 1 im Nahkampf wiederholen. Das kriegt sie jetzt quasi permanent. Das ist gut, ja, okay. Ja, müssen wir irgendwo noch vermerken. Ich mache mir hier. Catherine? Genau. Catherine? Mhm. Gut. So, dann der Markus hat, glaube ich, nichts gemacht, ne? Dann kriegt er auch nichts. Und der Gustav, der hat heute richtig aufgedreht. Normalerweise gibt es nichts für Schießen, weil ein Tank Commander wird nicht im Nahkampf sich Punkte basteln. Also für den machen wir quasi diese ganzen Nahkampfsachen, ändern wir um in Charakter-Sachen, Schusssachen. Das heißt, Nahkampfinfanterie, wenn er 5 bis 17 5 bis 9 Modelle vernichtet hätte, wäre es ein W3. Er hat aber 10 bis 19, nämlich 17 Dämonetten zerschossen. Mhm. Dafür gibt es einen W6. Ja. Eine 2. Schlachtenglück. Das gilt für die nächste Schlacht. Ja. In jeder Nahkampfphase, wie hier ist dann Fernkampfphase, kann dieser Charakter einen beliebigen Würfel erneut würfeln. Oh. Okay, das wäre dann mein Orgel Array, hätte ich dann einen Trefferwurf zum Beispiel neu machen, dann kann ich nochmal einen Verwundungswurf machen. Irgendwie sowas, genau. Okay. Gustav. Gustav. Okay. So, dann hat Gustav auch ein Fahrzeug zerstört. Nämlich den Land Raider. Das war er. Ja, stimmt. Zerstörte Fahrzeuge. 1, also ein W6 würfeln. Eine 4. Stabil, permanent. Der Charakter erhält plus einen Widerstandswert. Ist ja gut, dass. Ach du Schande, das ist jetzt Warhound-Titel. Ja. Ja, ist halt so. Wie gesagt, ursprünglich nicht für Panzer gedacht, aber das ist halt so. Ich meine, in einem Apokalypse-Game, da musst du halt nicht auf den Charakter schießen mit Widerstand 9. Finde ich cool. Finde ich das. Ja. Plus 1 Widerstand. So. Gustav. So, dann Tod eines Charakters. Da kommen wir zu diesem netten Mensch. Alle drei gestorben, ne? Alle drei gestorben. Da würfel ich jetzt 2W6. Der erste ist der 10er, der zweite ist der 1er. Das kann so, ich nacheinander machen. Ja. So, wir fangen an bei Edgal. Edgil. Eddie. So, das erste ist eine 5. Das ist schon mal hilfreich. Das zweite ist eine 3. 53. Wow. Unentschieden. Unentschieden bedeutet, es passiert nichts. Das ist schon mal gut. Mhm. Also, Eddie 53. So. Ist da Dolor, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, sich am Ende nur doof hingestellt und erschossen werden konnte, aber wurde ja alles erschossen. Was passiert mit ihm? Eine 3, und also 30, 31, das ist nichts Gutes. Das ist nichts Gutes. Schwer verwundet. Schwer verwundet. Muss in der folgenden Schlacht der Kampagne 1 von seinem Basis-LP abziehen. Okay. Hat er noch 3 oder was? Dann hat er noch 3, genau. Ist wahr. 31. Gut, und jetzt Marduk Klaue. Eine 5, das ist wieder gut. Und eine 1, eine 51, Schmerz. Schmerz, 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 muss in der folgenden Kampagne 1 von seinem Attackenwert abziehen. Das passt ja ganz geil, weil seiner Klaue hat er Flat 2. Genau. Was waren das jetzt? 51. Okay. So haben sich die Charaktere jetzt entwickelt. Das ist cool. Also doch. Ja. Vor allem bei ihm ist es ja witzig, durch die 2 Flat-Schaden macht er jetzt halt, wie viele Attacken hat er jetzt? 4 nur noch? Oder 3? Nee, der hat ja noch diese, normalerweise ach so, hat er 5, glaube ich, durch das Elixier hat er 6, also normalerweise 4. Durch das Elixier, was er hat als Relic, hat er 5. Mhm. Und durch die Klauen, weil es 2 Stück sind, hat er 6. Ja. Also jetzt hat er 5. Ja, immer noch genug, das reicht. Ja, 5 sind immer noch, kann er immer noch 10 schaden. Der wird in dem großen Spiel beim nächsten Mal, da will er losgehen. In so einem großen Spiel mit ganz vielen Punkten machen Charaktere generell sehr viel, glaube ich. Ja, was ist denn los? Wollen wir das so wie geplant machen oder wollen wir noch irgendwie ein Zwischenspiel machen? Ich finde das irgendwie mit dieser Entwicklung einfach total geil. Ja, das können wir ja entscheiden, müssen wir jetzt hier vor Kamera entscheiden. Doch, ich finde das immer witzig.
Wir können ja jetzt Folgendes machen. Wir machen hier einen Cut. Mhm. Und es geht einmal in die linke und einmal in die rechte Richtung. Die linke Richtung wäre unser Apokalypse, dann ist Ende. Ja. Wir gehen aber auch nach rechts zu zweit weiter, einfach. Mhm. Und machen die Kampagne weiter, bis ins Unendliche. Können wir machen. Wir machen halt noch ein, machen, können noch ein Entscheidungsspiel machen, ob diese Truppe von mir in dem Apokalypse mitspielt oder ob das dann eine andere Truppe ist oder irgendwie. Ja. Mal gucken, je nachdem, wie wir das Apokalypse-Spiel auch hinbekommen. Ja. So. Aber wenn wir Bock haben, könnten wir einfach, dass wir sagen können, wir können das weitermachen, weil ich finde diese mit der Entwicklung ist ganz cool. Ne? Wir können da generell auch mal vielleicht andere Spiele machen, wo wir so 300-400 Punkte Spiele machen, wo man irgendwo wirklich durch irgendwelche Korridore laufen muss und weißt du, so, naja, so ein bisschen rollenspielmäßig sind. So Kill-Team-mäßig. Ja, so Kill-Team-mäßig, mhm. Aber nur auf einer großen Platte, wo man dann. Ja, klar. Können wir uns mal irgendwas ausdenken. Könnt ihr auch mal drunter schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr Erfahrungen damit habt. Ja, ob ihr vielleicht irgendwelche Kampagnen habt, die in diese Richtung gehen, wo man wirklich, ich sag mal, kleinen Warhammer 40k Kill-Teams in normalen Spielen so Kampagnen machen kann, so ein bisschen rollenspielmäßig. Hm. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also zwischendurch echt nicht, aber wenn die Würfelpest einschlägt, dann. Es ist momentan die Kretze bei mir. Und eben, ja gut, eben war ja wieder alles in Ordnung und so, aber. Schönes Spiel. Ja, hat wirklich Spaß gemacht. Im Nachhinein war es wirklich super knapp. Ich glaube auch für euch Zuschauer. Ihr werdet auch zwischendurch gedacht haben, na gut, das hat sich gleich erledigt und fragt euch, wo die restliche Zeit, die da unten noch steht, wo das herkommt. Ja. Oh, die labern bestimmt am Ende. Aber das ist das Beste. Das ist echt das Beste. Ja. Wenn du denkst, alles klar, ja, nächste Runde marschiert der raus, der kriegt ja gar nichts gebacken, da der blöde Impfspieler. Und dann kommt er zurück. Big ja. Time. Du würfelst dann scheiße, ich würfel dann auf immer gut. Ja, das war die eine Charge-Phase, wo ich Pech hatte. Da komme ich mit dem Demon Prince in den Nahkampf mit dem Hellhound und dem. Ja, das war dumm. Und dem Demon Russ. Dann kann ich mit der Hellboot noch dazugehen, dann ist der Hellhound schon mal da in der Phase weg. Ja. Eigentlich mit ein bisschen Glück bei dem. Hätte auch nicht so lange überleben dürfen. Der Demon Prince war gebufft, der hätte auch den Demon Russ auseinandernehmen können. Mhm. So hat er halt nichts gemacht, weil er halt da, wo er stand, wurde halt weggeschossen. Das war von vornherein klar. Entweder er schafft den Charge und macht ein oder zwei Fahrzeuge kaputt oder es geht halt schief. Schief. High Risk, High Reward, wenn es geklappt hätte. High Risk, High Punishment. Ja, High Punishment. Ja. Aber ist ja okay, ich meine. Ist wie es ist, Rockstar. War auf jeden Fall cool, Lilo. Ja. Und ja, wir hoffen, ihr hattet auch wieder Spaß. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel jetzt ging, tatsächlich, also so auf dem Video. Weiß nicht, schätze mal. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wie also, immer mal lieber. Und ja, ich freue mich auch immer, wenn du da bist. Und, Dito. Ja, wir spielen auf jeden Fall bald wieder. Können auch mal wieder ein normales Spielchen machen. Ja, mal so zwischendurch mal wieder. Ja, ich bastel ja jetzt noch an der Primaris-Armee, da kann ich mal mit was anderem kommen, als den Emperor's Children gemacht. Ja, da könnte man ja auch mal was Schönes machen. Ja, ja. Mal Abmeck wieder oder so. Weil ich, ja. Aber wir gucken mal einfach. Trukhari habe ich ja auch noch irgendwann vielleicht. Ach, aber noch lange nicht bemalt. Vergesst es. Wird erstmal nur Papier gespielt, unbemalt. Ja, cool. Leute, du noch ein paar abschließende Worte? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Uns hat Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, ihr findet auch weiterhin die Charakterentwicklung gut und nicht übertrieben. Ich fand bisher jetzt nichts, was rausgekommen ist, übertrieben. Klar, nee, Stärke 9 Panzer, aber ist halt ein Panzer von 4 oder 5. Passt schon. Ja. Ja, Laser kann nun immer noch auf die 4 verwunden. Alles eben. Ja, Leute, dann hoffen wir, euch hat es gefallen. Wir hatten wieder sehr viel Spaß. Schreibt mal drunter, was ihr von der Kampagne haltet, die wir bis jetzt so geschrieben haben, weil es ist tatsächlich so, dass wir eigentlich nicht so viel Erfahrung mit 40k-Kampagnen haben. Ne? Irgendwann fängt man immer mal an. Und wir hoffen, dass dass wir diesmal ein bisschen besser den Kampagnen-Spirit rübergebracht haben. Also dass es eben ein bisschen mehr mit erzählenden Phasen war und nicht einfach nur so schlimm. Das war nicht immer durchgängig in den Momenten, wo wir halt selbst ein bisschen immer ja. salty waren, sag ich mal. Da ist man dann halt, hat man nicht so viel Lust, dann noch so schön zu erzählen. Aber wir hoffen, wir haben es ein bisschen besser gemacht als beim letzten Mal. Wir versuchen es dazu. Wir haben es versucht, wirklich. Genau. Also, weil zwischendurch war halt wirklich mal so der Punkt erreicht, wo ich meine Würfel hier einfach vors Schaufenster schmeißen wollte.
kennst du, ne? Ja, auf jeden Fall. Und er ist ja auch immer dann, wenn er zu gut würfelt, könnte er am Boden versinken immer. Das ist ja auch mal niedlich wie Sau, ne? MVP auf jeden Fall die Heldhut. Ja, einmal bei dir ist es auch... Tut mir jetzt aber schon leid, das ist mir jetzt schon unangenehm. Mann, ja, kannst doch nichts dafür. Nö, aber ich will ja jetzt auch Spaß haben. Ist halt immer putzig bei ihm, ne? Ja, aber die Helmut war ja auch, das war lächerlich. Da schießt er die ganze Armee drauf und zieht dir 7 Wunden ab. Aber das war, da hast du schlecht gewürfelt. Aber mal ganz ehrlich, Nino, deine Hellblut geht mir sowieso tierisch auf die Nerven. Ja. Wenn ich ans letzte Spiel denke, hat die mich schon brutal genervt. Das ist so ein blöder Dreadnought mit so ein paar Dingern drauf. Warum ist die auf einmal so gut? Ja. Deshalb. Slash. Tentakel. Ja, deswegen hier. Er steht drauf. Gut, dass wenn deine Freundin das guckt, dann ist ja auch nicht schlimm. Slanisch und so. Ach, aber die guckt das nie. Ich könnte ja sonst was machen. Lass es. Ja. Ja, Leute. Wir hoffen immer noch, ihr hattet Spaß. Irgendwelche komischen Geräusche draußen. Ja. Also wir hoffen wirklich... Robert bringt mich dann noch zum Auto, damit ich jetzt nicht alleine gehen muss. Ich muss auch JWD. Ja, gut. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und ja, schreibt, wenn ihr irgendwelche Tipps, Anregungen oder was weiß ich habt, dann schreibt es mal drunter, wir freuen uns. Und ignorieren sie vielleicht. Beachten sie, wenn sie gut sind. Alles gut. Und ja, Leute, dann nicht so viel labern. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.